Hallo. Hallo. Überraschung, da überfalle ich euch einfach so. Ja, moin. Und herzlich willkommen zu Stardew Valley. Ich habe schon wieder was vergessen, wie es heißt. Das ist gerade so unglaublich laut, ne? Was soll das? Was ist das Mittel? Ja, halt doch deinen Mund. Ich habe das hier noch nicht wieder neu eingerichtet. Ich wollte mir nicht die Schirren ziehen. Scheiße. Egal. Let's go. So, es geht jetzt los mit meinem Gedönse. Wo ist denn mein Hof? Ich glaube, das ist der hier, den ich gespielt habe. Genau. Da sind sehr alte Spielstände bei. So. 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 Ich habe den Chat immer noch nicht eingerichtet. Und ich habe das Mikrofon immer noch nicht wirklich ausgerichtet. Vielleicht kann ich das nochmal eben machen hier ganz fix. Wenn ich weiß, wie das geht. Denn ich habe keine Ahnung. Was? Eigenschaften. Ich muss doch irgendwie... Nee. Irgendwie kann man doch Filter... Ach, da steht's doch. Filter. Keine Filter verwenden. Ich hatte früher Filter drauf. Ich... Rauschunterdrückung, glaube ich, war's. Lass ich mal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt was geholfen hat. Ich höre das gerade nicht. Moin. Oh mein Gott, was ist denn heute los hier? Leute, ihr seid echt fix, ey. Kolos wieder da. Yeah, Freude, er helft mir total. Ich meine das ernst, wegen dem Zuschauerdingens da, ja. Moin. Ich wollte gerade ein bisschen anfangen mit Stardew Valley. Heute, eigentlich wollte ich erst nicht, aber dann habe ich mich doch entschieden, doch ein bisschen zu streamen. Jetzt muss ich kurz mal die Übersicht anschauen und irgendwie höre ich die Musik nicht. Warte mal eben. Also ich höre die Musik hier im Spiel, so. Aber kurz mal ausmachen. Mal eben. Test, also Test, 1, 2. Test, Test. Okay, es geht so. Wenn was ist wegen Sound und sowas, sagt ihr mir Bescheid, ne? Gut. Zuschauerdingens. Ach so, wenn ich. Ich muss eine bestimmte Anzahl Zuschauer im Durchschnitt erreichen, dann krieg ich Affiliate, soweit ich weiß. Das heißt, dass ich dann irgendwas machen kann. Der Nerdtasia, der ist auch hierbei, der hat das auch mittlerweile erreicht. Dabei streamt er gar nicht so viel wie ich. Oder früher, so wie ich früher. Mittlerweile streamt er mehr als ich. Also vom Prinzip her. Ich war lange inaktiv, richtig. Das ist das Doofe halt, aber es hat mir auch nicht viel geschadet so. Es haben mich erst auch keine Leute vermisst oder sowas, aber jetzt im Laufe der Zeit, ja, höre ich doch immer wieder von wegen, yo, komm doch mal vorbei. Oh, wie nenne ich meinen Hund? Lumpy. Wie meinen ersten Hund in... wie heißt das Spiel noch? Nintendox. Damals. So, Lego. Nenn ihn Rainer. Ja, sorry, habe ich jetzt schon. Fako. Fako. Nee, der heißt jetzt Lumpy. Uff, es gibt mittlerweile 3 Designs für jeweils Hunde oder Katzen. Voll nice. Ich grüße euch alle aus dem Chat. Hallo. So, ich habe jetzt seit Mittwoch nicht mehr und weiß jetzt schon wieder nichts. War das Mittwoch oder... Nee, Dienstag war das. Ich bin so fertig zur Zeit, weil ich am Wochenende so krass durch war und... Irgendwie zieht sich das doch durch die ganze Woche. Das ist einerseits nicht so geil, andererseits, naja. So, lull. RIP an alle Nintendox. Ja, ehrlich, ey. Ich habe das mittlerweile vor einiger Zeit mal wieder angefangen. Aber... Ja, also... Ich kümmere mich da nicht wirklich drum mehr. Also das ist im Grunde nur noch tot. Keine Ahnung. Jetzt habe ich ein ganz dickes Problem wegen meinem Geld. So, das muss erstmal hier rüber. So, den Rest kann ich verkaufen. Den brauche ich nicht. Moment. Ach, shit. Egal, ja, macht ja gar keinen Sinn so. Das Ding wollte ich, glaube ich, ins Museum bringen, ne? Ja, richtig. Ich hoffe, das Spiel leckt nicht zu krass. Nee, es tut's, glaube ich, nicht. Ich habe gerade die Übersicht im Stream hier so. Sag deinem Bruder mal, er soll seine sweeten Titties was? Shaken. Nein, davon hast du schon genug gesehen, ganz ehrlich. Shake your titties, baby. Ja, alles klar. Nee. Warte, dass Primer wieder wach ist. Was? Warte. Ach, warten, das. Ach so. Weil Prime wahrscheinlich pennt. Moment, jetzt muss ich hier irgendwas machen. Nein, ich will die nicht essen.
Fisch essen tut man hier nicht. Also zumindest ich nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Weil dieser... Ach, meine Fresse. Dieser Fisch ist ein guter Fisch. Den muss ich wegtun. Oh, ich hasse es so sehr mit dem Gießen. Dass er es nicht immer so macht, wie ich das will. Oh, ich glaube, ich muss mir gleich wieder eine Schmerztablette nehmen. Ich bin im Moment so auf Schmerztabletten, weil ich seit gestern... Gestern fing das so ein bisschen an. Dann dachte ich mir, jo, das ist mal wieder so ein Ding... Phantomschmerzmäßig oder sowas. Nur ist das jetzt dick geschwollen und sowas. Das ist halt, ja, dick geschwollen nicht, aber schon geschwollen. Und beim Aufbeißen tut es halt auch arschweh. So, wann mal kannst mal den... Der aus Buddeln grüßen. Ja, Grüße gehen raus an Rudi aus Buddeln. Angry Merlin ist da. Was? Drogenjunkies. What the fuck? Einfach nur eure Emotes, ey. Ich find's, also ich hab's noch nicht geschafft, wieder mein Ding hier einzurichten, wegen, wie heißt es? Sag mal schnell. Den Chat und sowas. Ich wollte den Chat gerne wieder hier, richtig einbauen, aber, oh, das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Ich hab das halt alles gelöscht gehabt und wollte es halt nochmal neu aufbauen und bin gerade noch dabei, ein paar andere Sachen zu machen nebenbei. Die jetzt noch nicht verraten werden, denke ich. Ich weiß es nicht. Da muss ich meinen Boss fragen. So, Moment. Die Bohnen hier muss ich auch noch gießen. Oh mein Gott, habe ich hier viel zu tun, ey. Aber das ist mein täglich Brot. Ich glaube, so heißt das. Was willst du machen? Ein Bild. Ich muss ja verschiedene Szenen einrichten. Ich muss mich ein bisschen orientieren an anderen... Wie machen die das? Wie kann das bei mir aussehen, dass ich noch so ein Stück eigenes damit reinbringe? So, ich muss jetzt erstmal was gucken, so. Und dann schaue ich, wie das Wetter läuft. Ich bin dann, dann Boss und sag ja, okay. Wir machen demnächst einen neuen Kanal, beziehungsweise ich glaube, der ist offen. Und da machen wir jetzt auch zusammen Klödergedöns, Gaming-Krams. Wie das alles genau aussieht, wissen wir noch nicht. Aber wir werden das rausfinden. Und, ja, es kommt dann auch wieder auf meine Laune an und so, ne? Es geht im Moment so ein bisschen... Und solange es da ist, sollte ich es nutzen irgendwie. Es gibt so viele Leute, für die ich gerne da wäre. Aber ich kann mich leider nicht zerteilen. Ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Ich würde auch gerne weniger depressiv sein, aber ist auch nicht immer möglich, so. Was ist das? Was habe ich mit Prime an meinem Abend komplett durchgehauen? Was? Verstehe ich nicht. Mein Inventar ist voll. Erst um dich, Dude. Ja, richtig. Ja, ist doch so. Ja, ich habe jetzt, also Therapiegedöns und sowas ist am Laufen. Habe ich jetzt aber erst im Monat wieder. Mein Therapeutin hat jetzt erstmal Urlaub. Bis, ich habe keine Ahnung wann. Wenn du dich zerteilen könntest, wärst du ein paar Kilo leichter. Richtig. Man nennt mich nicht umsonst Tour in der Halfman, ne? So, was mache ich jetzt eigentlich? Es ist so früh noch und ich habe so viel Energie noch. Ich habe vor allem so viel Klödergedöns in der Tasche. Ich bringe mal den ganzen Kack eben ins Haus. Und dann, gehe ich in die Mine. So. Was? Du hast von Casual Champions erzählt? Ey, das sollte geheim bleiben. Was? Du hast doch gerade eben was anderes gesagt. Ich habe nicht mal den Namen erwähnt. Den hast du jetzt gedroppt. So, wann mal, ich muss diesen Kack hier reintun. Das könnte ich verkaufen oder essen. Lul. Hä, was ist... Ach so. Null Energie, ja, bringt gar nichts. Verkaufen. Verkaufen, komm. Ich habe doch bestimmt noch was Besseres als den Klöderkram hier, ey. Das zum Beispiel. Okay.
Arschloch, du bist raus. Fristlos gekündigt. Du hast mich sowieso nie bezahlt, du Arsch! Ach, schön. Warte mal eben, ich muss mal hier den Chat gucken. Ich habe die ganze Zeit den Browser offen, weil ich blöde bin. Ich sehe das doch hier im OBS viel besser. So, halt, stopp, so. Oh, da, rüber. Nee, die nehme ich jetzt nicht mit. Entweder ist da jetzt was Geiles drin oder da ist Müll drin. Hier in diesen Würmern können. Ja, ein Buch kann ich mir nehmen. Ja, kann ich mich später mal gucken. Da läuft jemand. Hallo, habe ich dich schon begrüßt? Ich weiß gar nicht, wen ich bis jetzt schon begrüßt habe. Hallo, bleib stehen. Okay. Oh shit, wir müssen uns beeilen. Gibt's doch noch die Abby. Die Abby wollte ich doch noch ansprechen. Naja, ich wollte ja eigentlich was mitbringen, aber Mittwoch hat der Laden immer zu. Und ich weiß nicht, wann sie rausgeht. Ich stalk's ja nicht. So. Moment, ich wollte hier runter. Ich war erst nur in 5? Wow. Ach stimmt, beim letzten Mal bin ich nicht bis nach unten gekommen. Wo? Ach, guck mal da. Ein Glück. Die Regrippe. Irgendwie welche... Was? Welche meiner Subs nicht bei OBS angezeigt? Bei OBS? Bei OBS werden mir auch keine Subs angezeigt. Da steht aktuelle Zuschauer und wer live ist. Subs? In OBS? Hör, verstehe ich gerade nicht. Oh, da ist was. Ich bin noch ganz am Anfang vom Spiel. Also ich habe letztes Mal so ein bisschen gespielt nur. Also, ja gut, 3 Stunden. Das ist schon ein bisschen was. Aber da habe ich jetzt bis ja, nur 9 Tage geschafft. Also, 9 durchgespielt. Wenn ich gut bin, schaffe ich es vielleicht bis zum 18. Wenn ich jetzt 3 Stunden streame, dann mache ich noch ein bisschen Ruhe. Und dann habe ich noch ein anderes Projekt zu tun. Was kannst du ja noch nicht im Minifeed, wo auch die Follower angezeigt werden? Ach so, in meinem Minifeed stehen nur Sachen, die mich abonniert haben. Gefollowt haben. Sowieso followed, das Ding ins followed. Ja, da stehen alle Follower drinne. Bei mir. Also alle, die jetzt gefollowt haben. Nach und nach. Ach so, du siehst nicht, wenn jemand gesubbt hat. Ja, das ist, doof. Sag ich mal. Ja, das ist, keine Ahnung. Da kann ich dir auch nicht helfen. Das ist halt, noch nicht meine Welt. Ach Mann, jetzt schlag doch nicht doof in der Gegend rum. Es ist immer Energieverschwendung, wenn er einfach so auf den Boden schlägt und nichts macht. Ich bin gerade echt hell. Das Licht am Fenster, das ist offen. Ich muss mal gleich noch rausgehen und meine Pflanzen gießen. Nachher. Die ganze Wärme ist bestimmt geil für die Tomaten und das andere Ding da. Aber ich sollte, ah, shit. Ich sollte trotzdem gießen jetzt ganz doll. Also besonders bei diesem Wetter. Und meine Melonen sind immer noch nicht so richtig beim Berg, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich hoffe sehr, dass die, dass es denen wieder gut geht. Die haben ja ein bisschen Wurzeln verloren und sowas. So, Nightbot. Ich krieg eine Umarmung von Malte. Dankeschön. 11 Mal wurde ich schon umarmt. Insgesamt seit das Ding eingestellt wurde. Ich muss mich nochmal mit dem Nightbot auseinandersetzen. Ganz ehrlich. Der kann auch bestimmt noch ein paar andere Sachen. Laiko kennt sich gut damit aus. Habe ich so das Gefühl. Vielleicht da einfach mal miteinander schnacken. Keine Ahnung. Ja. So, habe ich die Treppe hier schon gefunden gehabt? Ja. Okay. Warum nutzt du so viele noch den Nightbot? Warum, ich weiß, ich habe gehört, dass es da bessere geben soll, aber ich kann mir den Namen nicht merken. Ich nutze ihn nicht. Nee, ich brauche halt irgendeinen, glaube ich. Es gibt ja auch neben OBS, hier Streamlabs noch ein anderes, ich weiß nicht,
Element oder so heißt das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das hat auch so ein Bot oder sowas. Oder das Ding, was Malte benutzt. Wie heißt denn das Ding, was Malte benutzt? Also Chatbot. Also noch einen anderen Bot. Okay. Ja, der Nightbot ist halt populär irgendwie. Der ist halt bekannt, soweit ich das mitbekommen habe. So, ich schlage immer auf die einfachen dunklen Steine. Die hellen Steine brauchen immer zwei Schläge. Ist ein bisschen doof. Ja, ich sollte mich mal ein bisschen neu einrichten. Ein bisschen schauen, dies, das. Viele Deutsche nutzen das noch. Ach so. Ist halt so, was ich damals mitbekommen hatte. Ich glaube von dir sogar. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir halt überall was zusammenge... Dingens von wegen... Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Oh, das kann man auch noch gut gebrauchen. Ja, nice. Es ist 20 Uhr mittlerweile. Hm, ja, gut. Nein, ist das. Los, friss. Dann hast du einen Platz mehr. Gib mir das. Das brauche ich für... Für Dingens da. Wie heißt sie? Abby. Und so eine Karotte brauche ich eigentlich auch. Boah, was ist das denn da? Ach, scheiße, warum habe ich keinen Platz in der Tasche? Ich muss das Gel wegschmeißen. So, Gel weg hier. Ach, kacke, die Karotten brauche ich eigentlich... Ach. Weißt du, ich nehm dieses Ding hier mit. Und schmeiß die Geode einfach raus. Bitteschön. Das ist die Treppe schon, aber ich muss noch ein paar von den Dingern hier klatschen. So, ich versuche mal zu lesen. Warte kurz. Ich muss gerade dieses Ding hier töten, sonst macht es mich fertig. So, was geht ab? Ich finde das schon live. Streamlabs Chatbot. Streamlabs? Ist ja von Stream Elements auch unnötig. Ja, das sehe ich auch mal wieder bei Leuten, aber ich bin mir halt nicht sicher, welches ist jetzt was ich am besten nehmen sollte. Ich meine, ich habe mich jetzt mit Streamlabs angefreundet. Weil ich das halt auch schon ein Stück benutze. Also zuerst das normale OBS, dann habe ich Streamlabs gemacht, weil mir das jemand empfohlen hatte. Weil das viele Sachen vereinfacht oder so. Och, scheiß, warum sind hier so viele geile Edelsteine, ganz ehrlich? Ah! Wenn ich ihn oft genug schlage, verliert er seine Schale, ja, da. Und dann hat er Angst und weint. Mama! Hilf mir! Die schlagen mich! So, ich schmeiß die Steine raus, ganz ehrlich. Nein, ich schmeiß die Steine raus. Nein, ich... Wollen Sie mich verarschen? So, da ist noch ein wunderschönes Stück Quarz hier. Da ist noch Monster. Dick da. Komm. Sogar zwei! Ich muss sie weg. Stopp. Ja, sehr nice. Warte mal, was? Hast du eigentlich die Donation Alerts aktiviert? Warte mal, ich bin jetzt gerade durcheinander. Sie, hast du... Sehr nice. Hä? Ach so, verstehe ich jetzt nicht. Ich sollte bei mir mal den Chat wieder einmachen. Oh, ist schon Mitternacht. Wie schnell vergeht denn die Zeit bitte hier? Schnell, ich muss hier raus. Zeit vergeht. Fack, wo ist hier mein... Wo ist mein scheiß Aufgang? Hab ich nicht vorhin schon eine Treppe hier gehabt? Da oben. Ist das die neue Stufe 10 dann? Da, oh. Nee, was Tolles. Das hole ich mir beim nächsten Mal. Tschüss. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist ein Schwert oder ein paar Stiefel oder so. Kann ich mir jetzt nicht holen. Ich muss nach Haus, sonst kriege ich eins auf die Schnauze. Müdigkeit, genau. Nutze ja auch Streamlabs, OBS, ja. Richtig, wir benutzen das beide. Und, ja. Malte hat das alles schön eingerichtet. Der hat da jemanden, der macht ihm so Bildchen-Gedöns und sowas. Und ich versuche demnächst mal ein bisschen was selber zu machen nochmal, ein paar neue Sachen. Dass das so ein bisschen schöner aussieht bei mir auch.
So. Ich habe den einfachen Sprinkler. Der ist scheiße. So. Hab mir erstmal hier so ein... Also meine letzten Tabletten hier. Tabletten ist gut. Schmerztabletten. Ibuprofen 400. So, davon habe ich mir heute Morgen schon mal wieder zwei Stück gegönnt. Ein Stück. Ich muss mir jetzt nochmal eine nehmen. Wenn die scheiß Schmerzen gleich wieder anfangen, richtig krass. Und dann, wenn es nachher zu schlimm wird, nehmen wir noch eine. Also... Im Moment bin ich hart abhängig von Schmerztabletten, weil die Scheiße so wehtut und Zahnarzt zu hatte heute. Nein, wir schreiben das nicht online auf, dass wir zu haben. Nee. Ich tingle da hoch und denke mir so, jo. Und denke mir so, keine Luft mehr. Kaputt. So. Ich helfe Prime beim Streamen, ja. Das ist auch eine gute Sache. Ehrenleiko, ganz toll. So, meine Tastatur ist etwas feck. Lull. Mittlerweile Stream Labels. Lull. Streame aber auch eher casual. Ja. Ey, Leiko. Es gibt so ein geiles Spiel, das habe ich letztens gesehen. Es könnte dein Ding sein, eventuell. Es nennt sich Neon Abyss. Und es sieht echt fetzig aus. Und das würde ich mir auch gerne angucken. Wenn ich dazu das Geld hätte. Aber es ist ziemlich nice. Ist ein Roguelike. Und sieht ziemlich nice aus. So, das muss ich dahin tun. Das kommt dahin. Das muss ins Museum und das nehme ich mit. Das nehme ich auch noch mit. Blöd. Hier habe ich diese Schwellung. Das ist genau da, wo meine Zahnfunzelresektion vor ein paar Jahren war. Und ich weiß nicht... Ja, hole ich dir gleich, danke, bitte. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht damit wieder zusammenhängen könnte, dass sich das vielleicht... Also, da meinte man damals schon, das kann sich theoretisch wieder entzünden. Und, das kann gut sein, dass es sowas wieder ist. Das kann aber nur mein Zahnarzt mir sagen. Da komme ich aber Montag erst hin. Ich könnte natürlich zum zahnärztlichen Notdienst, beziehungsweise da anrufen, fragen, wer hat denn Notdienst? Dann sagt mir irgendwer hier in Lippe, am Arsch der Welt, wo ich natürlich nicht hinkomme. Und dann lasse ich es einfach sein. Genau. Da warte ich lieber bis Montag, stopfe ich mit Schmerztabletten voll und gehe dann Montag easy zum Zahnarzt, sag, yo, ich habe hier ein Aua-Bubu, helfen Sie mir. Dann guckt er mich an und sagt, oh mein Gott, ihr ganzes Gesicht ist voller Eiter, oh mein Gott, wir müssen notoperieren. Dann sticht er mir mit seinem Skalpell direkt in die Wange und überall spritzt eine Riesenfontäne Eiter raus. Ganz geil. Nee, ich glaube nicht. Ach. Ich würde lieber Dead Cells haben. Dead Cells ist auch nice, also vom Sehen her. Würde ich mir auch nochmal anschauen. Ja, Neon Abyss ist... Ich weiß nicht, ich finde das nice, wegen der Musiksache so ein bisschen. Und, weil das alles so bunt ist auch. Heißt ja nicht umsonst Neon Abyss. Also, es ist halt irgendwie... Ich habe das gesehen bei Pete's Meet mal wieder. Dass es auch so stufenweise ist. Du musst dich halt erst stückweise vorankämpfen und jedes Mal neu anfangen. Und dann kommst du immer weiter und weiter und die Bosse werden immer schwerer. Und du schaltest dann auch mehr Sachen frei, dies, das und so. Es ist ganz nice. So, ich bin jetzt fertig mit meinem Feld. Das heißt, ich laufe jetzt rüber. Und gucke mal, was ich so tun kann. Bunt gleich gut, ja. Es ist jetzt nicht schlecht. Ja gut, es kam jetzt erst vor zwei Wochen oder so raus. Aber das macht es ja nicht schlecht. Es ist kein Early Access. Shit, der Laden hat schon offen. Wo ist Abby? Abby, ich hab was für dich. Wo bist du? Die pennt noch. Okay. Vater. Nee, Vater, ich hab nichts für dich. Schade. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist blöd. Wann steht sie denn auf? Ich will sie belästigen. So, hier. Friss. Obwohl, habe ich sie diese Woche schon zweimal belästigt? Ja, shit, das geht ja gar nicht. Okay. Gut, dann lasse ich dich in Ruhe. Tschüss. Wir sehen uns. Wizard of Legends ist bunter. Wizard of Legends ist auch ziemlich bunt. Jo. Habe ich mir auch angeguckt.
Habe ich auch auf Steam. Ed Froschkönigin, was geht ab? Wie, Froschkönigin ist da? Warte mal, Froschkönigin ist da? Die hat aber noch nichts geschrieben hier im Chat. Davon sehe ich nichts. Ja, Dingens, ihr seid halt Admins. Ihr könnt, glaube ich, sehen, wer da ist, oder? So, dem will ich das hier aber nicht in die Hand drücken, oder? Spenden. Eine kleine Spende. Eine kleine Spende. Da ist sie. Ach so, warte mal, das sehe ich jetzt erst. Ach so, ja, nee, ich habe das gerade verwechselt, weil Laiko und die Froschkönigin hier in dem Chatfenster die gleiche Farbe haben. Beide violett. Ich sag violett. Warum sage ich violett? Keine Ahnung. Normalerweise sage ich einfach nur lila. Halt nicht so drauf. Nee, ich dachte, du wärst grün. Dann hätte ich dich eher gesehen, glaube ich. Ich bin orange. Hä? Mal. Hier, das ist lustig. Ich gucke im Browser, da bist du grün. Nurtasia ist rot und Laiko ist lila. So, hier im OBS ist die Froschkönigin lila, Laiko ist lila und Nurtasia ist rot. Moktopus ist richtig knallig rot, also Nurtasia ist mehr orange. Und Switchit ist halt, ja, grün. Ich bin blau, glaube ich, oder? Boah. Wo ist denn jetzt OBS? Oh, scheiße, ich habe vergessen, Dingens hier auszumachen. Das frisst natürlich... Performance ohne Ende, so. Ich bin blau, oder? Ja, nee, ich bin auch lila. Nee, so ein anderes, dezentes anderes lila. Ja gut, ist bläulich irgendwie. Es sieht aber auch scheiße aus auf dem Monitor, wenn ich das hier rüberziehe. Ja gut, der andere Monitor ist nicht so farbenfroh. So. Ich wollte gerne was machen. So, Koloss bei mir auch. Bei mir schwarz. Was? Ich habe OBS im dunklen Modus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Was wollte ich tun? Richtig, ich wollte zum Museum hoch. Tuse Museum. Nee, das ist ja gar kein Museum. Tuse Community Center. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. So. Mupfeln. Da. Hin. Tritt der Dingensgilde bei. Okay, die machen aber erst nachmittags auf. Und bring Robin ihre Axt. Ja, moin, das mache ich gleich am Stück alles. So. Bei mir auch. Ach so, ja, lol. So, warte mal, eben habe ich hier noch Exoden. So, ja. Also, ich werde versuchen, mal bei Gelegenheit das endlich mal hinzukriegen mit dem Chat zum Beispiel hier ein bisschen einrichten. Vielleicht mir einen kleinen Rahmen da oben rumsetzen um mein Fensterchen. Moment, das macht doch sowieso keinen Sinn, jetzt hier das hier aufzuhaben. Lull. Gut. Erstmal ein paar Fenster zugemacht. Ich bin jetzt auch total unvorbereitet, weil vor einer Stunde bin ich erst nach Hause gekommen. Hab dann erstmal alles ins Eisfach gepackt, was ich da hatte. Ich habe mir halt ein bisschen was gekauft, weil ich habe halt seit ich letztes Wochenende irgendwie so krass am Saufen war, ich habe halt echt übertrieben. Nachdem der Kater weg war, ging es mir wieder besser, aber ich hatte trotzdem die ganze Zeit so Magenschmerzen und Scheißerei und sowas. Ist nicht so ganz geil. Lol, Donations für Alk. Oh, wat? Nee, wat? Wer die Alk? Wo? Schalt mal deine Donations frei, Blatt. Welche Donations? Verstehe ich nicht. Ich muss noch in den Laden gehen. Moment, ich kann ja auch Blumenkohl pflanzen. Nein, ich brauche kein Blumenkohl, ich brauche die anderen Dinger. So, halt, stopp. Lauch. Ich brauche noch... Ach, scheiße, wie macht das jetzt? Es ist jetzt alles doof versetzt wegen dem Kack gestern, ne? So, halt, stopp. Ich nehme jetzt erstmal diese Muschel mit. So, dann hole ich mir die Axt, dann muss ich nach da oben rennen und dann muss ich nochmal in den Laden. Ich hoffe, der macht nicht zu, bevor ich dann fertig bin. Ich bin halt lahmarschig wie, weiß ich nicht was. Du kannst schon Donations erhalten, aber dafür musst du es einrichten. Über Streamlabs? Froschkönigin, bist bei mir rot. Pfui, das stinkt, Blasels, aha, die Unterführung hier, keine Ahnung.
Ich habe gehört, den Schlüssel kriege ich dafür, wenn ich alle Sachen im Museum abgebe oder 60 Stück oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie muss ich eine Menge Sachen im Museum abgeben. Aber das kriegen wir alles hin, alles easy. Mit dir habe ich keinen Bock zu schnacken, du bist doof, so. So, Colossal Life. Ja, über Streamlabs. Ah ja. Da muss ich das nochmal fertig machen. Guck mal hier. Oh. Robins Axt. Wie kommt die denn dahin? Kaum zu glauben. Okay. Die Dingensgilde macht jetzt auf. Wenn ich immer zum Strand runterlaufe, ist es vielleicht zu wenig Zeit, oder? Ich muss halt nochmal in den Laden, um da Dinge zu kaufen. Obwohl. Der Hampelmann. Ah, scheiß, der Hampelmann, ey. Zeit ist hier echte Zeit, ja. Jo. Aber es wäre echt nice, wenn ich das irgendwie die nächste Zeit hinkriegen könnte mit den, an den, also Tagen zu streamen und dem Durchschnitt dann hinzukriegen. Warte mal, wie viel brauche ich jetzt? Boah, 9, 18, 27, 36. Moment, ich brauche jetzt erstmal zwei Felder und dann nochmal drei. Das heißt, 5 mal 9 sind 54, 45. 9, 18, 27, 36, 45, 45. Wenn mein Geldbeutel das mitmacht. Jo. So. Ich so Mathe kann ich. Was war's, Ankündigung? An alle Koloss-Zuschauer. Koloss streamt Samstagabend. Irgendwelche Multiplayer. Vielleicht Ark, Blasels. Samstag! Samstag wäre ein Tag, wo ich das könnte, theoretisch. Muss ich mich dran dingsen. Wir schalten einer. Okay, mein Boss hat bestimmt. Okay. Fünf Zuschauer sind schon mal hier. Ja, ja, das ist nice. Da bin ich echt dankbar. Ich bin euch echt dankbar. Ich find's nice, wenn ihr zuschaut. Wenn es euch gefällt, dann finde ich es gut. So. Außerdem treibt das auch den Durchschnitt ja hoch. Je länger ich die Anzahl Zuschauer habe, desto eher wird das, glaube ich, voll gemacht. Erde, ich will keine Erde. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Muscheln, aber ich finde die, glaube ich, nichts. Nee, keine Muscheln. Ärgerlich, das ärgert mich. So. Was? Das ist immer noch so. Das ist nötig, was? Ist dösig. Warte mal, fünf Zuschauer. Achso, das ist immer noch nicht hast. Ja, ja, ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Also, beziehungsweise, ja, ich habe ja viel Animal Crossing gestreamt. Aber auf die ganze Zeit, ich meine, ich habe 80 Tage lang, glaube ich. Ich meine, es sind 80 Streams, ich habe gezählt. Jeden Tag gestreamt und bin nicht auf die drei Zuschauer im Durchschnitt gekommen. Dabei hatte ich mal 5, mal 6 oder auch mal, ich hatte glaube ich einmal 10, aber ich weiß nicht, woher die kamen. Kann sein, dass mich irgendwer gehostet hat oder so. Ich wurde ab und zu mal gehostet von Leuten. Und es hat trotzdem nicht gereicht, um den Durchschnitt auf 3 hochzuhauen. Da ist jemand, dem ich was geben muss. So, halt, stopp. Da, deine beknackte Axt. So, gib mir das. Gib mir mein Geld. So, wenn du das selbst nicht schaffst, verschaffe ich dir den Affiliate halt. Ja, das Ding ist, wenn ihr zuschaut, dann ist das für mich ja, Hilfe genug, denke ich mir. Also, auch wenn ihr nicht wirklich zuguckt. Ich meine, wenn ihr den Stream einfach nebenbei laufen lasst, wenn ihr gerade Zeit habt oder so, wenn ich gerade dabei bin. Das treibt den Ding ist ja trotzdem hoch. Damit helft ihr mir schon sehr. Aber das mit Chatten ist halt irgendwie auch noch eine geile Sache, ne? So, wurde gesprochen. Sag hallo. Es fehlen immer noch 3. Und ich weiß nicht wer. So, mal gucken. Welche Leute habe ich denn hier? Habe ich diesen komischen Elliot oder wie heißt schon? Ja, nee, den habe ich nicht. Ach, guck mal da. Guck mal da. Den beknackten Sohn von Robin. Den Elliot und den Shane, oder? Nee, der heißt nicht Shane. Wie heißt er? Harry? Nee. Ich hab seinen Namen vergessen. Aber gut zu wissen, dass ich jetzt weiß, welche. Was? Hosted als. Was? Hostes
aussprechen wie Lappen. Was? Jeder Streamer, der nicht guckt, was? Gucken habe immer nur nebenbei laufen und zocke selbst. Ach so, ja, das mache ich auch manchmal, dass ich einfach nur zuschaue. Also neben dem Zocken so laufen lasse, damit irgendwas da ist. Auch YouTube läuft immer nebenbei. Richtig. Und ich bin im Moment so, also ich habe mir jetzt, weil ich hatte es letztens angesprochen, ich hatte, ich glaube am Samstag letzte Woche Animal Crossing gestreamt. Und da hatte ich erzählt, dass ich die Idee hätte, mal ein bisschen was anderes so nebenbei zu machen. Halt, wenn ich Bock hätte, vielleicht mal Legend of Zelda durchzustreamen oder jetzt hier Stardew Valley. Das wurde mir empfohlen von jemandem, von wegen, hey, hast du Stardew Valley? Ich sag so, yo, wie wär's denn damit mal? Ich denke mir so, ich habe sowieso zurzeit Bock auf Stardew Valley. Ich habe es halt auf der Switch angefangen wieder. Aber ich hatte irgendwie, ja, er meinte so, ja, mach das doch auf der Switch. Dann habe ich es mir überlegt, so am Dienstag, glaube ich, wo ich angefangen habe. Ich könnte mich jetzt darüber setzen, aber ich könnte das auch hier machen. Und dann habe ich es auch lieber hier gemacht, am PC. Weil wenn das Spiel schon auf dem PC so gut läuft eigentlich für mich, also es läuft ja flüssig. Shit, jetzt habe ich die Hälfte vergessen, ich wollte ins Museum. Egal. So, halt, stopp, warte mal, da muss ich noch was machen. So. Ibims, der Manager. Ich kümmere mich um mein komisches Feld hier. Nein, ich bin kein Manager, ich bin Acker-Designer. Das bin ich. Genau. So. Konzept bedeutet nicht irgendwas spielen. Konzept, inwiefern meinst du das jetzt? Konzept, dass ich habe keine Ahnung. Meinst du auch so einen Rhythmus und so, wenn ich sage so, ja, einmal die Woche mache ich sicherlich Stream, alles andere ist Luxus oder so? Oder mir auch so ein schönes Layout und sowas bastel hier, halt für mein Bild da oben vielleicht ein bisschen was Schöneres als das hier mit einem schönen Rahmen drum. Vielleicht ein bisschen was mit Musik, was weiß ich. Ich kenne mich nicht aus. Ich bin einfach nur ein Quarkarsch, der hier streamt. 9, 18, 27 ist richtig, okay. Das nehme ich mit, das nehme ich. Willkommen Kohle, ey. Was geht denn da? So. Nee, das kann ich auch noch später machen. So, ich hatte eine Idee für Jahreszeitenkisten, wo ich dann nur Sachen rein tue, die ich zu bestimmten Jahreszeiten kriege. Guck mal, mein Hund hat mich ganz doll lieb. So. Hundi liebt mich, genau. Zum Beispiel wie ich mit meinem Sonntagsstream und halt ganzen Aufbau mit Natasia. Ah, also dass ich jetzt vielleicht mich Samstag als festen Tag festlege und dann da streame, ja. Könnte ich machen. Das Ding ist, Samstagabend ist auch so eine schlechte Zeit eigentlich. Nicht für mich, weil streamen könnte ich theoretisch immer, wenn ich Zeit habe. Das Ding, warte mal, du sollst zwischen... Da will ich sicherlich Eiersuche. Wann? Morgen? Oh, okay. Das Ding ist, was meine ich? Aufbau. Genau, nee, die Zeit der anderen Streamer halt. Es sind so viele unterwegs. Und irgendwie, obwohl, das ist eigentlich auch was, oder? Ich kann spontane Streams nebenbei zu irgendwelchen Uhrzeiten machen, wo die Großen vielleicht nicht unbedingt da sind. Aber das könnte ich mir als festen Wochentag doch annehmen, oder? Dass es dann so einen Community-Stream gibt vielleicht, so wie bei dir so. Du sagst so, yo, Leute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitspielen. Und dann ziehst du das so durch. Aber wenn ich dann in der Woche Bock habe, irgendwie spontan zu streamen, dann melde ich das kurz an, sag so, yo Leute, so wie heute, so relativ kurz davor, so Leute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeigucken, hier, ich streame jetzt das und das, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt und so. Es ist Freitag, ne? Ja. Ich habe ja immer das gleiche Prinzip, 3 Games, Gäste, Verlosung etc. Ja, ich habe halt kein Geld für Verlosung. Außerdem hast du, ja, du hast da halt Geld reingesteckt auch, ne, in die Dinger da, in die Keys und sowas, ne, ja. Könnte ich mir jetzt noch nicht vorstellen.
Also ich könnte es mir irgendwann mal vorstellen, so kleine Verlosungen zu machen. Aber noch nicht. Ich habe ja schon mal eine Verlosung gemacht. Vor 6 Jahren. Damals zu meinem 100 Abonnenten Special habe ich dreimal Dingens verlost. An jeden, der kommentiert hat, der sich halt eine lustige Idee ausgedacht hat, so. Weil ich wollte halt irgendwelche beknackten Kommentare haben, so. Und da hat eigentlich jeder Kommentar hätte gewinnen können. Ich habe mich halt, ich habe halt zufällig alle Kommentare ausgewählt, so, und dann randommäßig auswählen lassen, halt so, ne? Jeder hatte die Chance. Ich musste mir halt nur einen beknackten Kommentar schreiben. Und, das war's dann. Es haben sich einige da gemeldet. Jetzt muss ich mal nachdenken. Was brauche ich denn jetzt für dieses Ding hier? Nein. 5 goldene Passinaken brauche ich noch. Wo stehen denn jetzt die Frühlingsdinger hier? Da? Kartoffeln. Hör mal, was? Hier, Twitch Prime. Kannst ja die. Ein Spieler. Ich habe sowas halt nie gelernt, ne? Du kennst dich da sowieso besser aus, Laiko. Du hast das gelernt, sowas zu machen und sowas, auch so ein bisschen, dich damit auszukennen, so ein bisschen. Ich noch nicht. Noch nicht. Ich kenne halt nur das, was ich so mitbekomme, aber das ist ja auch nicht so viel. So, ich muss eine Kartoffel wegbringen. Das ist eine gute Sache, denke ich, wenn man das alles so gut kann. So, Kartoffeln erstmal weggepackt hier. Ach shit, wie viele Kartoffeln muss ich denn weggeben? Eine, wow. Die restlichen 8 kommen ab in den Karton hier. Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Okay. Doof. So, wie viele Tage brauchen die? 12. 14. 24. 25. Ja, das wird noch was. Die kann ich noch anpflanzen. Easy. So, dann sind sie weg. So viel anpflanzen wie möglich, aber ich muss halt die Vielfalt im Moment noch haben, denn wegen, genau, wie heißen die Dinger? Wegen dem Sammelgedöns hier. Ich muss halt jeden Monat jetzt den ganzen Kack hier sammeln. Genau. So, was meint ihr? Meistens Kolos ist der Einzige, der daran teilnimmt. Ja, darum gewinne ich auch immer. Ich bin der Beste. Ich bin ein Gewinner. Kolos gut. Da gewinnt immer. Ja, richtig. Ja, wenn kein anderer was haben will, ne? Ich meine, wenn da eine Verlosung ist und, mir ist das Wurst, was das für ein Trash ist. Ich sammle alles. Und irgendwann gucke ich mir das mal an. Und dann haben wir wieder was für Junk Games, ne? Was? Für Kolos? Kolos würde die Games aber auch so von mir bekommen. Ich weiß. Wenn ich lieb frage, ja, bestimmt. So, den habe ich jetzt auch kennengelernt. Hallo. Ich war jetzt am Strand und habe nichts gefunden. So ein Dreck. Man tut immer so, als wäre eine arme Socke. Meinst du, das ist das Geräusch, wenn ich meine Schuhe ausziehe? Wenn ich im Dampf von den Socken so. Wie so eine Rakete fliegt die Socke dann so gegen die Wand. So. Weg ist er. Schweiß. Boah, ich bin so am Schwitzen gewesen vorhin. Ey, es ist so warm draußen. Ach komm, dann nimm jetzt mit. Ja, komm, gib mir das. Ja. Ja, was mache ich jetzt? Ich sollte mir mal überall Kisten verteilen in der Welt. Oder so. Genau, dann mal eben. Eine Muschel. Und
eine Kartoffel. Moment, das ist das Falsche. Was kommt hier nochmal hin? Ach, die Wildnisdinger, die ich so eine in der Welt finde. Und Holz und sowas. Ja, das mach ich später. Ey, Kolos, der Gönner hat mich auch schon mal ein Game, ach so, mir auch schon mal ein Game gekauft. Ja, ich glaube schon, so ein kleines, ne? Ah, hier, Dingens. Wie heißt es noch? Spiel des Lebens. Oder so. Ja, oder wenn ich mal Kies übrig hatte oder sowas. Ich habe ja auch noch andere Freunde, denen ich mal einfach sowas in der Hand gedrückt habe. Ich meine, wenn es Spiele sind, mit denen ich nicht anfangen kann, weil ich sie doppelt habe oder sowas ja, ne? Ich könnte sie natürlich irgendwo weiterverkaufen, gar bestimmt. Aber will ich das? Ich weiß nicht, ich könnte. Wenn ich wollte. Guck mal, da ist so eine Rübe. Die nehme ich mit. Hier ist ein Lauch. Komischer Lauch. Kugellauch. Gibt's sowas? So, auf geht's. Schaffen wir noch 5 Level? Ach, guck mal da. Ein paar Lederschuhe. Ich gieße den Dungeon. Darauf, dass er gut gedeiht. So. Hätte ich auch voll mitnehmen können, ey. Oh, weg ist er. Mein Hals drückt gerade so. Ich weiß nicht, was los ist, Spieler. Ich habe heute gegessen. Ein Laugenbrötchen. Eine Scheibe Brot mit Wurst. Ne, mit Leberwurst, so. Und eine Apfeltasche. Und nachher weiß ich nicht, was ich noch essen werde. Nicht viel. Ein paar Kekse vielleicht. Kommt drauf an, wie mein scheiß Zahn wehtut. Beziehungsweise, das ist ja nicht der Zahn. Der Zahn ist tot. So. Der Zahn ist schon seit Jahren tot. Nee, das ist der Kiefer. Ich gehe mal stark davon aus, dass es eine Entzündung im Kiefer ist. Warum auch immer. Es zieht sich auf jeden Fall. Hier oben ist das her. Es zieht sich mal die ganze Zeit so wenn es stärker wird, zieht es sich bis in den Unterkiefer. Das ist halt echt scheiße. Und dann zieht es sich bis in den Kopf rein und dann ist die ganze Seite am Scheißschmerzen, ey. Was soll ich damit machen? Weiß ich nicht. Geht zum Zahnarzt? Ja, der hatte heute dicht, als ich dahin kam. Ich komme so da an, denke mir so, ja, wir haben nur bis 12 Uhr offen. Okay, scheiße. Wie spät ist es gerade? 12, geil. Haben sie die Zeiten wie Corona geändert? Von 12 auf 14? Nee, von 14 auf 12, so. Aber online schreiben sie es nicht auf. Nee. Gott bewahre. Das finde ich doof, ey, ganz ehrlich. Ich stehe dann da und denke mir so, yo, was mache ich jetzt? Tabletten fressen. Yay! Hab mir erstmal eine ganze Schachtel bei Ibuprofen geholt. Geil. So, was schreibst du da, ey, Kolos? Wenn ich all meine Keys weiterverkaufen, wäre ich reich. Sind um die 1500. Uff. Keys oder Euro? Nee, Keys, glaube ich. Aufrufen kostet dich sicher eine große Überwindung. Nee, ich wollte nicht anrufen. Ich dachte mir so, ja, das steht da online, dann ist das schon richtig so. Weil beim anderen Arzt steht das auch irgendwie was wegen Corona-mäßig so Sachen. Da dachte ich mir, ja, auf den kann ich mich doch auch verlassen. Der ist doch so akkurat mit seiner Seite auch. Nee, anscheinend nicht. Ich heul doch gar nicht. Ich habe nur Schmerzen ohne Ende. Hab da zufällig irgendwie wahrscheinlich eine Entzündung in der Fresse. Also im halben Gesicht irgendwo. Was nehme ich denn jetzt raus? Das Ding werde ich essen. Es ist nur scheiße mit der Entzündung. Kann ich halt. Ich kann halt nicht wirklich aufbeißen. Also jetzt kann ich aufbeißen. Gerade so, weil die Schmerztablette noch wirkt. Aber wenn die wieder nachlässt, ist halt wieder scheiße. Oh nein, jetzt geht's los hier. Nee! Gangbang-Party heute hier.
Okay, so, was? Diese Geschwisterliebe, ja, auf jeden. Wieder nichts. Meine Fresse, was willst du hier? Sehr schön wieder. Wir sind das hier jetzt, ey, ganz ehrlich. So. Ach Mann, willst du mich ärgern oder was hier, ey? Noch eine, ja moin. So, wenn ich das jetzt schaffe, hier bin ich echt gut. So. Alter, die machen mich fertig hier, ey. Ich sag's ruhig. Ich muss, glaube ich, erst alle besiegen, um hier weiterzukommen, ey. So. Ich bin am Überlegen, mal wieder rauszufahren irgendwo hin. Mit dem Bus. Ich war letztens unterwegs. Und das war easy. Ich steig einfach in den Bus, zeig dann meine geile Karte und dann. Ah Gott, jetzt zick ich drauf. Nee. Nein, 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 nein. Ich kann mich nicht bewegen, wenn die mich anschleimen hier, ey. Mann. Hat mir nichts gebracht. Ach, scheiße, das sind die blöden Blumen hier, ey. Nein, Mann, jetzt lass mich in Ruhe, ey. Ich gehe drauf, ey. Ich sag's euch, ey. Nee, jetzt bin ich doch tot gegangen. Nein! Oh, Mann. Nimm heute mal Tinker auf. Ja, das habe ich doch vorhin erzählt. Hörst du mir zu? Schnitt endlich machen. Du machst den Schnitt, wieso du denn? Ich hatte ich mal den Schnitt. Dann mache ich aber das, gut, dann nehme ich nachher auf und dann mache ich das Design noch weiter fertig. Was hat Arne dazu gesagt? Hat er sich geäußert bisher? Ich weiß es nicht. Ansonsten Gruppenzwang, keine Ahnung. Ich versuche daraus noch ein Banner zu, Deutsch Banner zu machen und so. Und dann gucke ich mal, was wir daraus machen können. Ich habe meinen Schleim verloren. Oh Gott, ich wusste nicht mal, dass ich einen dabei habe. Bin immer noch vergiftet, lol. Ich habe es nicht geschafft, genau. Und so ein Dreck. Der Fettsack soll endlich den Curry kochen. Schnitt machen. Stimmt ja. Stimmt, da war auch noch was offen. Da hast du recht. Das war noch offen, du. Ja, richtig. Shit. Irgendwas drückt mir immer am Hals rum. Hab doch gesagt, würde dir die Arbeit ab. Mit dem Schnitt, weil du ja schon Logo. Ach so, ja. Das ist eine gute Sache. Jetzt mach ruhig. Nee, dann mach du ruhig. Dann mache ich lieber das Bild erstmal weiter. Was ist das denn? Eule, 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 Eule. Okay. So, das kommt weg und das kommt auch weg. Moment. Moment, was war das? Genau. Okay. Ach stimmt, bei der Gelegenheit könnte ich mir theoretisch mal noch einen zweiten Ofen bauen, oder? So. Wird aber auch schon wieder hier erledigt, ey. So, ich krieg gerade dezente Bauchschmerzen. Hundi, ja. Das fing ja schon beim Stream an. Am Dienstag. Da fing das ja mit den Bauchschmerzen schon an.
Darauf habe ich den Stream ja auch früher aufgehört. Ich habe dazwischen einmal Pause gemacht, Pause machen müssen. Und dann, was? Hast du nicht noch einen Portal Knights Key? Nee, oder? Muss ich gucken. Ob der noch haltbar ist, weiß ich nicht. Ansonsten schaue ich mal. Was meinst du, wer will den haben? Wenn der noch haltbar ist, also die laufen ja auch irgendwann ab. Logo mach null. Ja, es war Maltes Plan mit dem Logo. Also ich mach nur, was er da so sich vorstellt. Guck ich, ob ich das umsetzen kann und bisher sind sie eigentlich alle zufrieden. Ich zeige halt verschiedene Konzepte und die sagen dann was dran, ob es denen gefällt oder wie es denen gefällt und was ich ändern könnte. Und dann gucke ich halt, was dabei ist. Und dann kam ich jetzt gestern oder so auf die Idee zu einem anderen Konzept. Also zu so einer Idee, was ich dann noch hätte tun können. Und habe das einfach so gemacht mal. Und dann habe ich denen das heute Nacht irgendwie fertig gemacht. Ein bisschen gezeigt und da fanden sie auch ganz gut. Also ich versuche schon ein bisschen, ne? Ohne versuchen, ne? Wie soll ich was wissen, wie was geht, wenn ich es nicht versuche? Und wenn ich positives Feedback zurückkriege, ist das auch eine schöne Sache für mich. Oh shit, ich habe jetzt den ganzen Kram hier. So, das habe ich noch, das habe ich noch. Das ist golden. Bin eben weg. Okay, kommst du wieder? Ja, vor allem. Was vor allem? Ach so, Lob meinst du jetzt? Ja, ja. Positives Feedback ist immer schön. Und ich finde es gut, dann auch mit Leuten zu rüber diskutieren. So, was, wie wollt ihr das haben? Wie soll es in etwa aussehen? Dies, das und sowas. Das gefällt mir so ein bisschen. Also dann irgendwas zu tun. Aber da stoße ich auch sehr, sehr schnell an meine Grenzen, weil ich halt nicht viel kann. Aber ich versuche halt das Beste, was geht, und dann sind sie auch damit zufrieden. Und ich bin dann auch zufrieden. Also das Minimalste, was ich kann, so halt, ne? Das ist das. Oder das Mindeste, was ich kann, sag ich mal. Leute geben sich mit jedem Kack zufrieden, ja. Der Kunde ist König oder so, ne? Sonst lass Samstag erst Ark oder so spielen, dann verlosen wir einen Portal Knights und wir nehmen das nochmal mit anderen, mit André und Random, der gewinnt auf. Ja, da weiß ich nicht, Random, der gewinnt, oder einer aus unserer Gruppe, der Bock hätte. Fetzi macht das, glaube ich, nicht mit, weil Fetzi nicht den geilsten PC hat. Anne, weiß ich nicht, ob der so Bock dazu hätte. Also so, obwohl, er mag auch Ark ganz sehr, ne? Also Ark und Portal Knights sind jetzt zwei verschiedene Schuhe, aber es ist so ein Survival-Ding und irgendwie kampfmäßig und sowas. Obwohl, das ist mehr kampflastig, glaube ich. Aber so Minecraft-artig. Wer wäre denn bei Minecraft so gut dabei mit? So in der Art so. Könnten wir mal drüber gucken. Die Leute, die denken, sie müssen es, wüssten es im Game, was? Ich verstehe gerade nicht. Warte mal eben, ich muss gerade mal nachdenken. Was brauche ich denn jetzt? Was brauche ich denn jetzt hier noch, hä? Passt die Nocken, brauche ich noch genug hier. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Irgendwie kam ich auf das und wusste nicht, wie ich das aufschreiben soll. Von wegen Rassismus. Das ist ja, also eine Person wegen ihrer Hautfarbe zu fragen, wo sie herkommt, ist ja irgendwie rassistisch oder so. Ich verstehe es nicht so richtig. Ich frage da irgendwie niemanden, wo hier irgendwer herkommt. Entweder gibt sich das so durch ganz normales Schnacken oder so. Oder keine Ahnung, oder das interessiert mich einfach nicht. Sprache kann ich auch nicht erkennen, was wer ist. Ist mir eigentlich auch völlig Wurst, denke ich mir immer. Da fiel mir so eine Situation ein. Da war mal. Was, lernen erstmal lesen? Ja, ich kann nicht lesen, ich bin Analphabet. Und Legastheniker und alles. Nee, keine Ahnung. Obwohl ich mit Legasthenie auch nicht ganz sicher bin. Aber da wurde nie irgendwas geprüft oder so. So, wie viele brauche ich da jetzt? 27 Stück, ne? Jo. So, Leute geben sich mit jedem Kack zufrieden. Vor allem, wenn mal was.
gibt viele Leute, die denken, sie wüssten es im Game. Lernen erstmal lesen. Verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich gerade einfach nur zu doof. Wow, es hat gerade gepasst. Ist ja der Burner. Das sind zwei Reihen. Ja, beruhig dich, Junge. So. So. Und noch einmal 9er Feld. So. 7, 8, 9. So, gut. Pastinaken so viel, weil ich die goldenen brauche. Ach, kacke, das Eierfest beginnt jetzt, ja? Gut, dann gehe ich gleich zum Eierfest. Und halte meine Eier fest. Was? Verstehe ich auch nicht. Ich bin auch gerade ein bisschen doof, glaube ich. Hä, was mache ich hier? Wird das überhaupt nass? Ja. Also wir müssen halt gucken. Wäre nice, wenn wir das mit dem Portal jetzt nochmal hinkriegen. Allerdings habe ich noch andere Sachen, die ich eigentlich noch schneiden wollte irgendwann. Es gibt so vieles und so wenig Zeit. Und dann habe ich noch Tomb Raider, was ich nebenbei aufnehme, weil ich mache ja noch nebenbei Let's Play. Ich habe diese Woche auch nicht aufgenommen. Das ist echt eine Katastrophe. Ich wollte eigentlich mindestens einmal die Woche aufnehmen. Weil ich in letzter Zeit so wenig dazu komme. Aber dann war ich am Surfen und dann bin ich unterwegs. Und ach, ich wollte diese Woche eigentlich noch mal... gestern wollte ich auch eigentlich unterwegs sein. Hab's aber nicht hingekriegt, weil wegen meiner scheiß Bauchschmerzen. Gestern haben sie mich echt umgehauen. Ganzen Tag Scheißerei und Bauchschmerzen. Heute geht's ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Heute habe ich die scheiß Zahnschmerzen. Ganz schlimm. Beziehungsweise es sind ja keine Zahnschmerzen, es sind Kieferschmerzen. Ich sag mal Zahnschmerzen, weil das an den Zähnen oben ist. Weil das beim Aufbeißen halt an den Zähnen wehtut. Aber das sind nicht die Zähne, die wehtun, das ist der Kiefer, der wehtut. Die Zähne sind tot. So. Aufmerksamkeitsspanne gleich Fliege. Ja, ich habe so ein bisschen Probleme rüber zum Chat zu gucken immer wieder. Er ist halt so klein. Auf dem Mini-Monitor ist es halt echt kacke. Wenn ich, ey, ganz ehrlich, wenn ich richtig streamingmäßig abgehen würde, hätte ich hier so einen vertikalen. Heißt das vertikal? Nee. Doch, keine Ahnung. So aufrecht. Aufrecht stehend auch so ein Monitor, wo nur der Chat drüber läuft. Riesig groß. Für Blinde. Wurzelschmerzen. Keine Ahnung, ob das Wurzelschmerzen sind. Die Wurzel gibt's nicht mehr. Das ist der Zahn mit der Operation, wo ich damals die Resektion hatte. Das heißt, das ist oben an der Wurzelspitze entzündet gewesen und das wurde weggemacht, weil da musste das Zahnfleisch aufgeschnitten werden, in den Schädel sozusagen rein, den Zahn dahinter gesäubert, wieder zugemacht und zugenäht. So, und ich habe das, den Verdacht, dass da eventuell irgendwie irgendwas anderes entzündet ist oder wieder die gleiche Stelle oder sowas. Gibt ja nur einen Zahn, richtig. Wir haben ja so einen dicken Schnabel oder so. Ich entwickle mich demnächst zu so einem Orni oder sowas aus Legend of Zelda. So, ich wollte zum Eierfest rüber. Meine Eier auspacken, so. Kaufbrille. Das sollte ich sowieso mal machen. Ich habe sehr komische... Also ich sehe... Du kennst diesen kleinen Monitor, Leiko. Du hast das gesehen. Du hast den großen Monitor, also den großen Monitor, der normale Monitor halt. Der ist auch auflösungsmäßig besser. Aber der kleine Monitor, der ist halt auflösungsmäßig echt scheiße. Und ich, wenn ich den Chat so lese, die Schriftart ist eigentlich normal. Das könnte ich theoretisch lesen. Aber es ist für mich immer so leicht schwubberig. Warum auch immer. Nee, ich kann es halt nicht vergrößern. Das ist halt in OBS so. Ich habe halt hier dieses Layout. Warte mal, vielleicht kann ich das mal eben zeigen. Wo ist denn die Dingens hier? Bildschirm. Halt, stopp. So, Bildschirm. So, hier ist das Fenster, das Chatfenster, ne? Das, die Übersicht mit dem Stream. Da ist gerade irgendwas im Hintergrund gewesen. Hier ist das Ding hier. Auf dem Monitor sieht es halt größer als auf dem anderen. Hier stehen halt meine Follower. Da. Und was passiert ist? Was ist denn hier? Guck mal, Serweusel hat mich gehostet. Der hat mich ein paar Mal gehostet. Der ist cool drauf. So, dann stehen hier meine paar Szenen, die ich bisher gebaut habe. Und, ja.
Und diese Schrift, die ist halt, die kriege ich halt nicht größer. Wenn ich das jetzt auf den Monitor 2 packe, ich mache mal eben eine Szene für Monitor 2. Monitor 1.1, den Monitor 2. Fertig, so. Dann muss ich den hier nur noch... Moment, dann muss ich nur noch eine Bildschirmaufnahme machen. Eine neue. So. Oh, dieses Drücken im Hals, das hatte ich letzte Woche schon oder so. Das ist richtig eklig. Wie als ob ich so ein Drücken im Hals hätte, weil mich irgendwas bedrückt oder so. Ha, bedrückt. Aber das kann ich erstmal entfernen, so. Ja, raus da. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Szene, so. Genau, so. Bildschirm 2. Moment, das muss ich jetzt erstmal vergrößern, so. Das Ding ist nämlich, die Auflösung ist hier bei dem Bildschirm auch viel kleiner. Meine Fresse, kann ich das irgendwie anpassen? Auf Bildschirm anpassen, so. Hä, wo ist denn jetzt meine Facecam hin? Die ist da drunter, ach so. So, da, so sieht das aus hier. Und für mich ist das halt etwas kleiner zu sehen. Links und rechts, lul. Jetzt wieder im Game. Da bin ich. So. Ständig rumspackt, was? Nochmal. Ich bin ein Min... Ich... Ha, was? Eine mindestens 13 Jahre alte... sowieso Monitor, der ständig rumspackt. Bin froh, einen dritten Monitor zu haben, Kappa Horst. Achso. Das sollte ich auch mal tun. Ach nee, was? Ja, neuen Monitor. Beziehungsweise mein einer hier, den ich habe, den habe ich seit 2014 und der läuft wie eine 1. Also, da habe ich nichts zu meckern davon, Acer. Der ist gut, der ist super, der ist für mich okay. Oh, warte mal. 9. Erdbeeren für nächsten Frühling. Einfach mal bei Erdbeeren gekauft. Scheiße, so viel brauche ich gar nicht. Egal. Gibt zu viel Wackheads im Game. Cover. Ich habe auch drei Bildschirme. Sind zwar auch 3 bis 7, aber laufen. Ja, richtig. Meiner läuft ja auch hier, der eine. Der andere, der Fernseher, also der kleine Monitor, den ich habe, das ist der Fernseher. Da habe ich keine Ahnung, wie alt er wirklich ist. Den habe ich 2013 von einem Kollegen bekommen, der meinte, ich soll drauf aufpassen. Und er holt sich den irgendwann mal wieder. Dann bin ich fast 5 Jahre später umgezogen. Und er hat sich kein Stück gemeldet, also... Hat mich mittlerweile irgendwie aus Facebook auch rausgenommen. Und von dem habe ich auch nichts weiter gehört. Gut, dachte ich mir, ja. Ist jetzt meiner, so. Aber nicht wegen deiner... Was? Was? Nicht wegen deinen... Jucken nicht, Kappa, was? Aber nicht wegen Konrad... Deine... Dreien jucken nicht, Kappa, was? 3 ist eine gute Zahl. Ach so, ja, 3 ist eine gute Zahl. 3 ist meine Zahl. Alles, was ihr dürft, keine 3 Monitore haben, ist meine Zahl. Aus dem Weg. 3. 3 ist wirklich meine Zahl. Habe ich schon öfter erklärt. Habe ich schon öfter erklärt, warum? Es ist so, mein Name ist Christopher. So. Das beginnt mit einem C. Mein Geburtsmonat ist der März. Das ist der dritte Monat im Jahr. Und ich habe am 3. März Geburtstag. Das ist auch eine 3. Und wie das C ist ja. Das C ist ja auch der dritte Buchstabe im Alphabet. So sind es 3, 3 und 3. So. Wenn du jetzt 3 mal 3 mal 3 nimmst, dann hast du eine 9. Und wenn du die dreimal drehst um sich selbst, dann hast du eine 6. Und wenn du die dreimal nimmst, also dreimal nebeneinander stellst, dann hast du 6, 6, 6. Die Zahl des Teufels. No.
So, habe ich jetzt echt mit allen gesprochen? Hoffentlich. Wo? Let's go. So, lass das Eiersuchen beginnen. Die 6 gehört dir auch. Was? Auch noch weniger. Die 6 gehört mir nicht. Die 6 gehört mir gar nicht. Die gehört die 6 und die 26. Und die 3. Scheiße. Scheiße, ich habe nur 50 Sekunden Zeit, hier ein paar Eier zu finden. Oh, da oben ist was. Gib mir das aus dem Weg. Meins. Boah, shit, da komme ich nicht hoch. Komm schon, 3 Stück. Maru ist auf dem Weg. Heißt du überhaupt so? Ich glaube schon. Naja, guck dir mal so ein bisschen deppert, ey. Leute, ihr seid wie eingefroren. Was ist da los? 21 Sekunden noch. Komm, ich werde hier König, ey. König vom Eierfest. Denn ich halte meine Eier fest, genau. Da ist noch eins. Nein, da ist ein Ei auf dem Scheiß-Truck. Was wollt ihr mich verarschen? In seinem Scheiß-Kackgarten liegt auch noch ein Ei. Nein, ich habe hier noch eins. Oh Gott, dankeschön. Also Samstag dann Portal Knights. Können wir versuchen. Wenn André Bock hat. Aber nicht aufnehmen unbedingt, oder? Ich weiß nicht. Ich würde streamen und dann so als kompletten Stream hochladen. Halt als Wiederholung. Man kann sich's angucken. Ich glaube auch nicht, dass man das so richtig als Let's Play machen könnte oder sollte, weil das so ein Riesenprojekt wäre und das wäre mir auch einfach zu viel, das alles zusammen zu schnibbeln. Dann lieber als kompakte, einfache Aufnahme Stream-Dingens, 3 Stunden, kann sich angucken, wer Bock hat, keine Ahnung. So, ich habe ja immer noch Zeit. Es ist ja erst Abend. Und ich kann hier noch ein bisschen was tun. Ich sollte zum Beispiel Holz hacken. Soll ich mal casual Runde fragen, wer Bock hätte wegen Key? Ja, wenn ich einen habe, ich werde nachher gucken. Nach dem Stream hier, also so um 18 Uhr wahrscheinlich. Werde ich mal schauen. Und kannst ja trotzdem mal nachfragen, wer Bock hätte vielleicht mitzuzocken. Sonst sind wir erstmal nur alleine. Aber ich würde sagen, wir fangen auch mit neuen Charaktern an. Halt, damit wir bei 0 nochmal anfangen. Und dann bleiben wir auch so halbwegs dran oder so. Keine Ahnung. Dass wenn wir dann streamen, einmal die Woche da reingucken. Und dann mit unseren Charaktern immer weiterspielen, solange wir spielen dann. Ich wäre wieder der gleiche wie vorher. Ich weiß aber gar nicht, was ich war. War ich ein Bogenschütze? Oder war ich ein Zauberer? Nee, der Zauberer war ich nicht, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hab's halt noch gespeichert. Da muss ich dann nochmal reinschauen. Es ist spät. So. Oh, das war ein Busch. 27 Stück habe ich hier noch. Okay. Nee, du warst Krieger. Ich war Krieger. Gut, ja, mit dem Krieger bin ich sowieso so gut dabei eigentlich. Also mit dem Krieger ist halt das Beste, was mit mir gerade geht. So. Ich würde mir so gerne das DLC holen, dass ich so einen Elfentypen spielen kann oder diese zwei anderen Rassen. Nee, Rassen nicht, Arten. Die Rasse ist ja die Elfe da. Nee, diese Art von Krieger. Was war das? Schurke und irgendwas anderes noch oder so, glaube ich. André war Mage, ah ja. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, das ist so lange her, schon über ein halbes Jahr, ey. So, ja, ich glaube, ich bin vorher hier leer. So, das heißt, es ist Samstag, Moment, warte mal, was sagt denn der Wetterbericht für morgen? Teils wirklich und eine leichte Brise erwartet eine Menge Pollen. Dankeschön, ich freue mich jetzt schon. Der Wahrsager sagt, irgendwie ein Stuss, den ich nicht brauche, cool. Hundi freut sich immer, wenn ich ihn streichel, so. Die Dinger, da bin ich auch gut am drauf hinarbeiten gerade.
So, ich brauche Geld. Ganz viel Geld erstmal. Denn ich weiß nicht, Anfang des Monats hier. Anfang nächsten, das ist ja schon eine Woche hin. Wann mal eben? Hier läuft nämlich. Sonntag läuft immer Kochgedönse. Wow, ich habe gelernt, Kohlsalat zu machen. So, ach, gießen. Nee, oh, guck mal, die ersten Dinger hier sind fertig. Kann ich auch direkt wieder, zwei Stück hier zupacken. Dann sind es vier. Gut, dann brauche ich nur noch eine. Jetzt habe ich trotzdem so viele Pastinaken. Egal. Ja, die bringen nicht viel Geld, aber immerhin habe ich dann. Wie viele Tage habe ich jetzt noch? 2 Wochen. Das lohnt sich da eigentlich, was anzupflanzen. Was lohnt sich denn da anzupflanzen noch? Muss ich da erstmal schauen. Irgendwann, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich im Voraus kaufen. Das heißt, Ende des Monats kaufe ich dann schon mal was fürs nächste Jahr. Aber im Moment bin ich noch ganz weit am Anfang vom Spiel. Ich habe das Spiel auch nie durchgespielt. Ich war bisher immer nur bis Jahr 2 sowieso gegangen, glaube ich, aber nie weiter. Ich hatte auch nie wirklich hier Bo Gebäude aufgestellt. Ich glaube, ich hatte höchstens meinen Hühnerstall und einen Kuhstall oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Ein Silo vielleicht. Die Tiere wollen ja auch gefüttert werden, ne? Was ist denn das hier unter dem Tisch? Ach so, das ist ein Dreierstecker. Mit dem Dreierstecker und den Füßen sollte man vorsichtig sein. Sonst macht das einmal bzzzt und dann Strom weg. Genau. Schick mal nach dem Stream, wie hoch deine Zuschauerdurchschnitt ist. Yo. Es ist ja so, wenn ich streame hier, meist mache ich ja. Also, ich werde mir so angewöhnen, wenn ich spontan streame, dass ich mir dafür auch Zeit nehme, mindestens 3 Stunden. Ich habe so ein Ding gelesen oder gesehen, so ein über Streaming, was denn gut wäre für einen Streamer, so in der Woche so sich 4 Tage zu nehmen und jeweils 4 Stunden zu streamen. Aber das muss ich erstmal hinkriegen wieder. Beziehungsweise, ich bin ja nicht nur Streamer, sondern auch, ich mache ja normale Let's Plays ja nebenbei auch. Und so sollte das auch weiter bleiben, erstmal. Dass ich auch noch nebenbei Let's Plays mache. Oder vielleicht das kombiniere, dass ich das streame und dann aufnehme. 3 Tage gehen auch. Ja, richtig. Ich muss ja nicht unbedingt so viel. Außerdem habe ich ja noch ein Leben nebenbei und 4 Stunden sind schon. Ja, gut, 4 Stunden. Wenn ich jetzt nochmal Arbeit hätte, wäre das nur eine halbe Arbeitssache, ne? Wenn überhaupt. So, dann würde ich. Oh, warte mal, dann würde ich mal. Mach jemandem ein Geschenk. Mach ich. Mach ich, sobald die Woche vorbei ist. Ach nee, Abigail. Abby. Meine Freundin, da, ich muss ihr was geben. Ich habe leider keinen Amethysten für sie. Weil sie mag das, weil das lila ist. Prime und ich haben für Monifre Stream eingeplant. Und die Dosa. Was? Plots 3 am Tag. Ach so. Ach, da fehlt ein U. Okay. Meine Tastatur spackt wieder. Wo ist Abby? Wo ist Abby? Wo ist Abby? Ich bin zu spät. Da ist Abby. Ich dachte, sie wäre schon raus. Abby! Warum ist dieser Opa hier und was machst du mit ihm? Muss ich jetzt eifersüchtig sein oder was? Mal, habe ich da eigentlich ein Herz bei ihr? Ja, eins. Weil ich ein Geschenk gemacht habe. Ich werde ihr Amethysten schenken, wenn. Wenn ich sie hätte. Ich komme dahin, hä? Kann ich nicht, schade. Noch kann ich ihr Haus nicht belästigen, schade. Was ist das für ein Geräusch? Bin ich nicht. Oh, keine Ahnung, was? Logisches Denken gleich null. Was? Ich logisch denken. Hallo, wer bin ich? Oh, guck mal da.
Die Dinger habe ich auch noch nicht. Die hätte ich gerne im Katalog. Die hier, die anderen Dinger und das da, genau. So. Geht mir eigentlich gerade nicht so ums Geld. Ich werde das hier mehr so, ja, erstmal so Sammelobjekte und sowas, ne? Steh auf Sammelobjekte, sag ich zu oft. So. Jetzt habe ich gar keinen Platz dafür. Ich dachte, ich hätte Platz dafür, aber habe ich nicht. Oh shit, ich habe nur so viel Platz. Okay, dann mache ich davon. Moment. 6 Tage, 6, 7. Eine Woche. Dann mache ich die hier erstmal so. Und sobald die anderen Dinger da fertig sind, kann ich die auch noch dazu schmeißen. Hund, alles gut. Meine Nase. So, Hund. Wo ist der Hund? Beschwert er sich, warum? Hund hat Durst, bitteschön. Was? Guck mal. Heute, ich habe das Gefühl, heute bin ich ein bisschen motivierter als letztes Mal, ganz ehrlich. Letztes Mal war ich so, oh, ich weiß auch nicht. Aber heute geht es mir schon ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Ich mache immer ein bisschen sauber, weil Baum. Genau. Ich brauche Material. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, gegen Ende des Monats hier so viel Kupfer zu haben, dass ich eigentlich schon was wegbringen kann. So auf die letzten Tage. Moment, wann war das? Wann kriege ich das wieder? Ein Tag ist es weg. Ein Tag gebe ich es ab, dann ist es weg, ein Tag, und dann kriege ich es wieder. Das heißt, an dem Samstag sollte ich spätestens meine Axt wegbringen. Dann kriege ich meine Spitzhacke. Nee, meine Gießkanne. Meine Gießkanne gebe ich weg, genau. Meine Gießkanne gebe ich dem Schmied, dass er mir eine Kupfergießkanne macht. Dann kann ich nämlich besser gießen. Und die Tage danach kann ich immer noch die anderen Sachen machen. So machen wir das, genau. Ah, Kohle schon wieder. Kein Platz für Kohle. Was ist da los? Ich mag die Musik. Die erinnert mich an irgendein anderes Spiel. So ein bisschen. Oh, ich weiß an welches Spiel. Scheiße, wie heißt es jetzt? Secret of Mana. So ein bisschen. Das Spiel hätte ich auch gerne mal ein bisschen gespielt. Da gibt's doch dieses Remake oder sowas oder Remaster, was weiß ich, auf ja, für jede Konsole. Meine Fresse, kannst du mir mal anders im Weg rumstehen, ey, ganz ehrlich. Secret of Mana habe ich ein bisschen auf Nintendo gespielt damals. Damals, das war noch Zeit, ne? Auch schon fast 20 Jahre her. So, was mache ich heute hier noch? Es ist 16 Uhr, ich bin ausgepowert, ich habe nichts mehr zu tun, oder was? Doch, ich kann noch ein bisschen rumlaufen und vielleicht ein paar Muscheln sammeln. Ein bisschen, aber nicht so sehr. Ja, irgendwas in dieser Melodie erinnert mich daran, ich weiß noch nicht was. Und ich weiß auch nicht genau an was für eine Stadt oder ob das irgendwo anders war. Irgendwo so, irgendwas in dem Ding da von Secret of Mana. Das wollte ich gerne mal spielen. Es gibt ja auch noch einen anderen Teil davon. Wie heißt er? Trials of Mana? Irgendwie sowas. Ist ja auch noch nicht so lange draußen. Aber ich glaube, das PC-Remake-Dingens-Gedöns hat nicht so gute Kritiken gekriegt. Oh, guck
Guck mal, das würde ich gern verkaufen. Shit, davon habe ich jetzt nur eine. Ja, entweder verkaufe ich das Ding oder ich schmeiße es in das Buch. In das Ding hier, in diese Sammeldinge. Ich verkauf's lieber. Geld. Ich werde die Muscheln wahrscheinlich später nochmal finden. Aber diese Musik ist wieder anders. Ich muss immer durch den Müll wühlen. Oh Gott, er könnte mich sehen, oder? Er hat mich gesehen. Lass mich doch, ist mein Ekelkram. Ich glaube, die mögen das nicht, wenn ich im Müll wühle. Das kann ich schon dafür. Ich bin zu arm und muss containern. Ich darf das. Ich bin arm. Genau. Oh, eine Eichel. Manchmal, also es gibt die Chance, dass man einen Hut da bekommt. Vom Mülleimer. Ein Mülleimerhut. Das ist dann der Deckel von dem. Der Deckel von dem Mülleimer als Hut. Richtig schön dumm, ey. Mein Gesicht ist ein bisschen taub oder so. Von der blöden Entzündung oder was das ist. Das ist hier alles ein bisschen taub und druckempfindlich. Ja, nächste Woche gehe ich damit zum Doktor. Ey. Das muss ja. Also ich glaube nicht, dass es automatisch einfach besser wird. Das kann ich alles verkaufen. Die Muscheln brauche ich gar nicht. Ja. Ach Mist, die Dose hätte ich auch mitnehmen können ins Dingens. Vor ein paar Tagen. So. Was ist denn hier noch drin? So, das würde ich gerne mitnehmen, um das woanders hinzustellen. Und zwar hätte ich hier gerne 3, 4. Hier vorne hätte ich gerne. Ne, hier hätte ich gerne. Ne, hier. Ja, genau, doch, hier. 3, 4. Auf diesen Dingen hier. Wohl da. Ja, da. Da hätte ich gerne eine Kiste. Eine Frühlingskiste. Die kommt dann auch in so einem. Ja, wie sieht denn der Frühling aus? So ein bisschen so vielleicht. Wegen der Kirschblütenblätter. Ja, lieber so helles Rosa. Und da werde ich dann den ganzen Frühlingskram reintun, den ich das ganze restliche Jahr sowieso nicht pflanzen kann. Hoppla, geht ja gar nicht. Moment, den Lauch. Ich wollte gerne hier was draus craften. Die kann ich nämlich Anfang des Jahres wieder irgendwo hinsetzen. So. 60 Stück sind schon eine ganze Menge. So. Ich glaube, diesen Lauch brauche ich gar nicht. Ey, warte mal. Oder brauche ich den Lauch? Wann mal eben? Lauch? Das ist Frühlingszwiebel. Ah, okay. Brauche ich nicht. So, mal gucken. Das kann ich noch mitnehmen. Nee, das brauche ich hier. Dann nehme ich noch mit. Die gemischten Saaten kann man immer anpflanzen, soweit ich weiß. Und das brauche ich jetzt nächstes Jahr. Der Rest ist noch zu gebrauchen. So, top. Kann ich mal irgendwas anderes kloppen hier? Stein, Baum, irgendwas. 4 Schläge habe ich noch oder so. Da, ein bisschen Stein. Was ist das? Ein Stück Holz. Zwölf, elf, zehn, ne, 9, 8.
6, 4, 5. Okay, unterschiedlich manchmal. 3. Einen Schlag habe ich noch, wenn ich gut bin. So, einen letzten lasse ich da. Let's go. Ich würde gerne hier so bessere Wege bauen, ein bisschen alles verschönern, aber dafür brauche ich erstmal Geld. Und Geld habe ich nicht. Ich muss erstmal Anfang Sommer gucken, wie ich es hinkriege alles. Treppe. Alles klar. Ja, guck ich mal. Und trinken ist wichtig, Leute. Trinkt genug Wasser. Draußen ist warm. Mupfeln hier. Ach, guck mal, das kriegt keiner angezeigt. Lol. Hier unten steht gerade, was auf Steam losgeht. Ja, moin. Da sieht man natürlich nicht, was ich verkauft habe. Egal, Geld. Knöpfe wollten sie mir nicht geben. Schade eigentlich. Knöpfe kann ich an Klamotten nähen. Ich stell's mir schon irgendwie vor. Ich mit einem Hemd, was komplett mit Knöpfen, so random irgendwelche bescheuerten Knöpfe, alles mögliche an verschiedenen Knöpfen bedeckt ist. Ob man sich irgendwo Knöpfe bestellen kann? So eine Durcheinanderkiste mit Knöpfen? Wie weird wäre das, wenn ich dann so ein Hemd einfach nehme, so ein einfaches, keine Ahnung, was das für Hemd ist oder so, und dann einfach so random Knöpfe dran nähe. Das sehe bestimmt ulkig aus. So, jetzt muss ich das hier noch wegtun. 8. 3. Moment, den kann ich verkaufen, den Kack. Und dann. Das behalte ich erstmal für den Sommer. Nee, für später, für die Höhle. Ist ja noch ein Brief da. Bla 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 bla. Ja, okay. Wäre aber hässlich. Ja, ich weiß. Aber es wäre lustig. Wäre bestimmt interessant für so ein Rap-Video, weißt du? Der fette Fiesack macht jetzt ein Hemd mit dicken Knöpfen. Der fette Fiesack mit Sonnenbrille, seiner Cap und ein hässliches Hemd mit 12 Millionen komischen bunten Knöpfen. Ich mache einen auf Oliver Tree, Alter. Ich mache mir so eine beknackte Frisur. So eine beknackte Brille und dann so eine beknackte Jacke und eine Riesenhose. Gott, ich finde den so lustig irgendwie. So. Och mein Gott, ich finde das mit der Steuerung echt krebsig ein bisschen, ne? So. Nee, ganz ehrlich, also mit dem Musikgedönse, was ich jetzt auch mal gemacht habe, das ist auch echt erstmal tot, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich nochmal bei dem Rap-Battle mitmachen werde. Und dass ich vielleicht nichts mehr machen werde, so musikartig. Auch wenn das alles Trash ist und irgendwie ganz witzig, aber. Nee, ich weiß nicht. Ich würde es mir halt zurzeit nicht so wirklich antrauen. Nochmal. Vielleicht später irgendwann nochmal. Aber ich habe ja eigentlich eine Idee noch für einen Song da. Die muss ich halt nur irgendwann mal in Angriff nehmen. Das heißt, ich muss einen Text weiterschreiben. Es ist doch nicht so schwer, so einen beknackten Text zu machen. Komm. Was sind das? 4 Lines, die ich da brauche, weil das so kurze Strophen sind nur. Unterstützt doch deinen Ramses. Kappa. Ja, eigentlich schon, ne? Er packt doch so gerne Fanpakete aus. Irgendwann packe ich mir auch mal eins. Ein Fanpaket vom guten Koloss. Syrströmming. Brotsaft. Geil. Einmal Fake-Kotze dabei. Cool.
kann er sich dann irgendwo hinlegen. So ist Kack. Weißt du, so die Fake-Kotze schon so als Prediction oder so, keine Ahnung. Ich weiß, was du tun wirst. Kotzen. Muss mal auf 7 oder 8. Silben achten. Ach so. Ja. Auf Silben achten. Ja, das ist auch so ein Ding. Der Ramses mittlerweile eine Menge Liebe. Ich guck mir ab und zu mal seine Videos an. Also so die Pokémon Go Videos interessieren mich jetzt nicht mehr so krass, weil ich es ja auch zurzeit nicht spiele. Aber die Dinger, wo er so Sachen isst, also die scharfen Nudeln haben mich jetzt auch nicht so interessiert, weil ich das schon kenne von... Ja gut, ich habe nicht gesehen, wie er darauf reagiert, aber ich weiß ja, dass er Schärfe gut ab kann. Wie ich das mit den Chips gesehen habe, diese Carolina Reaper Dinger. Die waren schon heftig. Die habe ich woanders gesehen, das waren dann noch ein paar andere. Also es gibt anscheinend andere Chips davon auch. Oder verschiedene Chips, die so sagen, sie seien die schärfsten. Die Reaktion bei Ramses zu diesem scharfen Chip war anders als bei den anderen, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob der andere auch so, ob das so, weiß ich nicht, so Lappen sind, ich weiß nicht. Ich weiß aber auch selber nicht, wie ich das jetzt, wenn ich das jetzt als Herausforderung, ey, wenn mir jemand so einen Chip zuschicken würde, ne, und ich so als Herausforderung von wegen Kolos, ich habe dir diesen Chip jetzt geschickt, du machst das jetzt, dann würde ich das wahrscheinlich auch tun. Aber ansonsten würde ich den auch nicht essen. Nur wenn es echt eine Challenge wäre. Wie mit der Buddha damals von Malte. Grüße hier raus an Malte. Malte war ja von hier, Nerdy. Nurtasia, ja. Die Buddha, das war echt das Göttlichste, was ich getan habe. Ja, genau. Und da denke ich mir mal, wenn mir jemand so einen Chip zuschicken wollen würde, wie auch immer. Ich habe ja kein Postfach oder sowas und ich rück garantiert meine richtige Adresse nicht raus. Aber irgendwie muss man doch irgendwie kriegen. Wie kann man Leuten was zuschicken, ohne dass es direkt an sie geht? Ans Postfach? Paketfach oder sowas? Nee, kann man direkt an Paketverkehr schicken? Kann man direkt... Ja, bei mir an die Post kann ich direkt was schicken lassen. Aber nicht alles, sondern nur so bestimmte Sachen. Gefahrenstoffe kann ich da nicht hinschicken lassen, habe ich schon getestet. Also da Explosiv und sowas draufsteht, leicht in Flamme und so ein Kack, dann geht das nicht. Habe ich schon getestet. Ich laufe hier völlig in die falsche Richtung. Was will ich denn hier? Postfach müsste gehen. Ja, ich muss halt gucken, wie das mal geht. Dann könnte man mir vielleicht auch mal was zuschicken. Und halt, wenn die Leute, halt meine Zuschauer, sowas möchten, dass ich mal irgendwie einen Stoß mache und mich dazu auch dann... sozusagen, wie heißt das, unterstützen? Halt, wenn die mir sowas organisieren wollen und mir zuschicken und sagen, so, yo, lieber Kolos, schraub dir diesen Kübel Kotze rein, keine Ahnung. Und dann kann ich mir das einmal kurz überlegen, dann sage ich, yo, und dann gib ihm. Süßströmming, da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Wenn ich das mal probieren soll, ey. Einerseits, yo, ich mag aber Fisch. Ich mag auch Rollmops. Aber wenn ich mir das also vom Erzählen her so vorstelle und was ich in den Videos sehe, dass sie da kaum dran riechen und dann müssen sie schon halbwegs kotzen, ey, das stelle ich mir schon krass vor. Oh, Melonen. Melonen sind auch im Sommer. Die müssen dafür donaten. Richtig. Richtig! Genau, dafür muss ich das Spending einschalten, weißt du? Ich sammle Spenden und dann mache ich neuen Content. Süßströmming. Diesen komischen Chili-Chips-Kack. Da muss ich nur noch eine Kamera haben. Genau, wenn ich Spenden sammeln würde oder sowas, dann würde ich natürlich angeben, für was das draufgehen würde. Allerdings würde, wie lange würde sowas dauern, zusammenzuhaken bei 3 Zuschauern. Und eine Handvoll Abonnenten. Abonnenten? Zuschauern. Nee, wie heißen die anderen? Hab's vergessen. Vielleicht Gammelfischen Rollmops. Wenn ich Rollmops ein bisschen länger liegen lasse, dann gammelt er auch irgendwann. Ja gut, aber so von der Art her ist das doch ähnlich. Also ist halt auch ein gammeliger Fisch. Okay, Alexa, was ist Rollmops? Alexa, was ist Rollmops? Laut Wikipedia, als Rollmops bezeichnet man einen Heringslappen, in den eine Füllung eingerollt und der mit einem Stäbchen aus Holz oder aus Kunststoff gespießt wird. Aha, ein Hering. Okay. Alexa, was ist Süßströmming? Süßströmming ist
Laut Wikipedia, der Südring in Chemnitz ist eine Anbaufläche. Was? Nein, Alexa, stopp. Alexa, stopp, du bist schon wieder doof. Danke fürs Bescheid geben. Rommel ist kein Gammelfisch. Nein, ich weiß natürlich, das wollte ich gerade rausfinden, aber Alexa hat mir schon wieder Scheiße erzählt. Ich wollte gerne wissen, was Syrströmming ist. Was das für ein Fisch ist. Gammelfisch schwimmt ja nicht im Meer so. Oder sind sie da so unterwegs und fischen dann nur tote Fische aus dem Meer? Ja, die tuppern wir ein und dann gib ich. Geil. Das glaube ich nicht. Aber irgendwas muss da ja doch dran sein, dass das so... Halt, ich würde gerne wissen, was das für ein Fisch ist. Kann jemand im Chat mal danach schauen? Das wäre echt nice. Wenn man in Erfahrung bringen könnte, was denn das für ein Fisch ist. Weil Fisch ist ja auch nicht gleich Fisch. Ich meine, ich kann nicht einfach so einen Kugelfisch essen. Ich weiß, da gehe ich angeln. Oh, guck mal da. Ein allgemeiner, keine Ahnung, whatever da wächst. Oh, den kann ich direkt wegsnacken. Ist ja fast wie mit Fliegenpilzen. Ja, ist einfach Pilz. Nö, hat keiner Bock aus dem Chat. So ein Arsch. Wird der Chat eigentlich immer pauschalisiert? Ich bekomme das mal mit von wegen, oh, der Chat ist total lost. Blasels. Ich weiß nicht, der Chat wird immer sehr pauschalisiert, irgendwo habe ich das Gefühl. Aber das ist auch irgendwo nicht einfach, wenn man einen Chat von, weiß ich nicht, beispielsweise so richtig vielen Leuten. 12.000, was weiß ich. Im Moment habe ich es mit der 12. Da den Überblick zu halten, einzelne Personen so anzusprechen, so richtig. Man pauschalisiert dann irgendwann. Es gibt halt die Einstelligen in dem Chat und es gibt die Bekloppten in dem Chat. Bei Unge ist das so. Er sagt so, yo, er hat ja bei YouTube macht er ja. Ungeklickt, da muss man, wenn man während des ungeklickten Streams schreiben möchte im Chat, muss man den abonnieren für 1 Euro im Monat. Wow, ist nicht viel. Das ist, sagt er auch, damit die ganzen Vollidioten, in Klammern Vollidioten, die halt nicht bezahlen und dann so Fake-Account-mäßig Scheiße bauen würden, damit die gebremst werden, so ein bisschen dadurch auch. Das kann man jetzt so oder so sehen. Er sagt aber auch immer, nee, hört auf zu donaten. Ah, er kriegt immer so krasse Spenden rein. Nee, weil im Endeffekt sagt er selber, er braucht es nicht. Er hat so aktienmäßig und so einen Kack und was weiß ich, was der alles macht. Nebenbei, womit er so viel Geld verdient eigentlich schon. Er müsste eigentlich nicht mal streamen, sagt er. Das ist schon heftig. So, wie spät haben wir es jetzt? So, okay. Und warte mal. Es gibt... Starte PC eben neu. Es gibt die dummen Streamer und die ihre Zuschauer nicht beleidigen, lel. Und alle, die auf Submode machen, sind nur Cashgrabber. Richtig. Selber der Drachenlord macht Submode. Das mache ich auch zum Beispiel gar nicht. Höchstens, wenn der Chat mal lost ist, mache ich irgendwie Emotes rein. Oder sowas, keine Ahnung. Oder wenn es so Stellen gibt, wo sie spoilern könnten. Ich gucke ja in letzter Zeit ja bisschen Stream. Also ich gucke ab und zu mal hier in Twitch rein, denke mir so, na, wer streamt heute? Worauf habe ich Bock? Ach, nur Scheiße. Okay. Das ist wie mit YouTube. Na, was gibt's heute zu sehen? Habe ich darauf Bock? Nö. Okay, dann lasse ich's. Und dann sitze ich dann, denke mir so, ich will doch irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Was mache ich eigentlich? Und dann, ja, ist das alles ein bisschen doof. Ey, vorhin war ich so am Hecheln, als ich zum Bus gerannt bin, ey. Ich kam so aus dem Lidl, da kam der Bus schon entgegen. Ich denke mir so, scheiße, ist das der Bus? Ich hab das Geräusch so gehört und denke mir so, scheiße, nee. Also musste ich laufen, ich am Laufen. Total schlimm am Schnaufen. War ich im Arsch, ey. Da ist der Busfahrer, der hat extra noch ein bisschen länger gehalten als er hat halt gesehen, dass ich angerannt kam und hat dann halt hinten aufgemacht, dass ich nicht vorne rennen muss. Hab ihm dann meine Karte gezeigt und dann war gut. Ey, das war krass. Boah, ich krieg jetzt schon wieder Bauchschmerzen, weil ich mich bewegt habe. Ah,
Magensäure. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, der Magen ist im Moment so ein bisschen wie verwundet. Der tut weh. Und immer wenn ich mich bewege, dann tut das auch weh. Ich sollte mir vielleicht... Achso, ich habe mir heute was organisiert, weil ein Kollege meinte mal, ja, wenn du so Säureprobleme hast, dann hol dir doch Kaisernatron. So, was? Ja, das ist funny. Viele von den Corona-Neuzeit-Streamern wissen gar nicht, wie Streamen geht. Muss dich mehr bewegen. Richtig. Paracetamol. Nee. Pantoprazetamol. Ich weiß, was du meinst. Das hat ein Kollege von mir auch nehmen müssen, weil er so krass Sachen mit Magensäure hatte. Oder hat, ich bin mir nicht sicher. Das Ding ist, lass mich kurz nachdenken. Ja. Muss ich, Stück Scheiße. Genau, ich kann es nicht lesen. Ich bin zu dumm zum Lesen. Da steht was. Pantoprazol. Genau. XE. Ist fast wie XD, nur mit E. Cool. Moment, brauche ich ein oder brauche ich mehrere dafür? Ein, gut. Gut, so, den nehme ich mit. Eine Bohne sollte man nicht roh essen. Die haben Blausäure. Das ist giftig. Habe ich gelernt, als ich noch ein kleines Kind war. Rii! Ja, das kenne ich auch. So. Was habe ich erzählt? Panto. Ja, Dingens. Also, ich könnte halt auch Kaisernatron nehmen. Ich habe mir halt was organisiert heute. Und, das sind so Tabletten. Die lösen halt Säure auf. Und. Theoretisch könnte ich mir davon reinsnacken. Aber ich habe so zurzeit so komische Magen, also merkwürdige Bauchschmerzen, so magenschmerzenmäßig, aber auch so darmartig, so ganz schlimme, komische Schmerzen. Also nicht schlimm, aber komisch. Die tun halt ein bisschen weh und so. Und das ist halt echt scheiße. Die ganze Verdauung ist im Arsch, habe ich das Gefühl. Bewegen. Ja, ich war doch hier draußen. Ich war durch die Stadt gelaufen, war zu faul zum Laufen, bin Bus gefahren und dann war ich trotzdem noch am Laufen. Komm auf die Bohnen an, du... Was? Spubble, ach so. Wow. Erstmal, wow, einmal raus. Gleich bewegen auf Dauer. Ja, ich war zum Beispiel auch Mittwoch draußen. Da war ich so krass draußen, dass ich irgendwie so im Arsch war, dass ich so weiß ich nicht, so sonnenstichmäßig so drauf war. Ich habe keine Ahnung. Ich war so kaputt, so als ob ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs war. Ja gut, ich bin fast 3 Stunden Bus gefahren. Spabbel. Ich... Irgendwie sowas, genau. Nee, auf jeden Fall, ich war ein bisschen unterwegs und das hat mich sehr ausgepowert. Das habe ich erst zu Hause gemerkt. So, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Ich war so schon relativ müde. Und da war ich so hart im Arsch, dass ich einfach nur hier saß und mir dann dachte, nee, ich bin jetzt müde. Ich kann mich auch ins Bett schmeißen, aber ich kann mich auch hier auf dem Sofa ausbreiten und dann habe ich einfach hier gepennt, ey. Ja, und am nächsten Tag ging es mir dann halt echt dreckig. Heute geht es mir zum Glück wieder ein bisschen besser. So, was habe ich jetzt noch zu tun? Das. Guck mal, da steht schon ein Baum. Könnte ich was ranhängen? Könnte ich nichts ranhängen. So. Habe ich kein Geld für. Habe ich überall kein Geld für. Kein Material. Ich muss in die Höhle. Ich gehe jetzt Richtung Höhle. So, ganz easy. Nee, Moment. Ich nehme die Kekse und die Dose mit. Eine Dose Joja-Cola. Oh, Müll. Warum steht da Müll dran? So was zu snacken. Das Aushängeschild des Joja-Konzerns. Wow.
Oh ja. Ich werde vielleicht mal in nächster Zeit wieder öfter unterwegs sein. Also ich habe jetzt noch ein paar Leute, die ich besuchen wollte. In nächster Zeit. Wollte ich ihn gestern schon besuchen, aber kam es nicht dazu, weil ich habe mich halt abgemeldet, weil es mir so schlecht ging. Ja, da gucke ich mal nächste Woche vorbei. Und dann gucke ich mal, ob ich mal wieder quer durch die Weltgeschichte fahre. Gibt ja noch im Norden Malte zum Beispiel, den ich gerne besuchen würde. Shit, jetzt habe ich die Dinger mitgenommen. Egal. Ja, Malte und die ganze Gruppe von Leuten gibt es da im Norden, die mich alle gerne mal kennenlernen würden. Dann gibt es da... Gott, bewegt sich auf mich zu. Dann gibt es da noch die Leute aus Bayern. Jetzt habe ich vergessen, die Scheiße wegzutun. Wie kann ich denn so inkompetent sein? Ja, ich muss die Mine verlassen, weil ich keinen Platz in der Tasche habe. Smiley, ja. Also ich würde echt gern irgendwann mal nach oben fahren. Es muss halt nur zeitlich geplant werden und geguckt, wo kann ich denn auch pennen. Das ist mir das Wichtigste, dass ich irgendwo schlafen kann. Es wäre mir unangenehm, irgendwie draußen in der Natur zu schlafen. Irgendwie wäre das komisch für mich, so ohne Zelt und so. Ich hätte immer Angst. Ich würde halt an Bahnhöfen pennen. Aber ich kann nicht irgendwo an einem Bahnhof rumchillen. Da kommen doch irgendwelche auf mich zu und rauben mich aus oder so. Ich habe mal in Köln am Bahnhof gepennt. Aber nur so ein bisschen gedöst, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass mich irgendwer ausraubt. Das war auch schon 5 Jahre her. Uff. Bahnhof Chinlil. Ja, oh, ich habe heute Morgen Nachrichten gehört. Irgendwas war da los in Düsseldorf am Bahnhof. Lul. Hat irgendwer Feuer gemacht. War ihm wohl zu kalt draußen. Aha, was Scheißwitz, ey. Komm, ey. Blöd. Ich frag mich gerade eins, warum... Moment, das muss ich mal im Hirn tun. Das muss ich dahin tun. Okay, warte kurz. Wo ist denn jetzt OBS da? Boah, war das ein Scheißwitz von mir, ey. Der war so lustig wie ich. So, ja. Nee, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Aber ich würde gern echt mal wieder irgendwo hinfahren. Ich würde gern mal so einen Plan machen, gucken, was gibt's denn wo Interessantes zu sehen. Gibt es irgendwo was Interessantes zu essen? Kann ich mir irgendwo ein kleines Souvenir mitnehmen? Es gibt auch manchmal diese Münzprägungsdinger. Ach, scheiße. Diese kleinen automatenartigen Dinger halt, da tust du ein, weiß ich nicht, ein 5-Cent-Stück rein, was weiß ich. Dann drehst du an dem Ding da und kriegst dann so eine Prägung raus. Irgendwo, ich weiß nicht wo. Irgendwo habe ich hier noch eins von Hamburg. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ja, was ist denn das, dass diese Dinger da rauskommen, ey? Was ist das? Das neue Schwert, ey, ganz ehrlich. Gibt's auf Stufe 20 oder so. Was ist das denn? Das ist eine Süßkartoffel. Brauche ich die? Nein, ich brauche sie. Was? Haben wir Bonte Kai Wilhelmshaven auch. Ah, cool. Da werde ich, also ich werde mal gucken, ob ich sowas finde, so eine Liste davon. Und dann werde ich versuchen, mal so Sachen abzuklappern. Und dann einfach so diese Münzprägungsdinger da, alle möglichen, wo ich hinkomme in Deutschland, einfach mal abzuklappern. Das wäre doch ein schönes Reiseding eigentlich. Und, wenn ich könnte, wenn ich eine gute Kamera dazu hätte, habe ich leider nicht, aber ich habe eine Kamera, muss ich halt das hier nehmen. Oh Gott, da ist ja noch einer! Ha! Dann würde ich dieses Ding mitnehmen und dann so vlogmäßig darüber berichten und so gucken. Das wäre doch auch irgendwie schön. Koloss auf Reisen, Lul.
nehme ich mir YouTuber-Treffen. Irgendwo davor, genau. Und dann tausende Fans und dann kommt die Polizei und kriegt Anzeige, weil zu viele Leute auf einen Haufen. Genau. Corona und so. Vor allem, weil ich auch so viele Fans habe, ne? In Wilhelmshaven stehen sie dann alle. Ich glaube, das sind die meisten Fans von da oben. Fans, gut, Follower. So. Freunde? Ich weiß nicht genau. Muss man seinen Followern oder Abonnenten oder sowas eigentlich Namen geben? Ich meine, manche haben diese komische Spitznamen bei anderen Streamern und sowas, aber bei mir irgendwie nicht. Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Mir ist das eigentlich nicht wichtig. Oder? Vielleicht noch nicht. Da so eine beknackte WhatsApp-Gruppe. Die habe ich mal umbenannt vor ein paar Jahren. Von wegen Koloss und die Kolossinis. Das war witzig, aber das fand ich auch nur lustig. Aber die hießen echt eine Zeit lang so. Ghost Gang. Die Ghost Gang. Weil keiner da ist, oder was? Ist es wie die Politiker oder so? Oder, nee, wie heißt es? Wie die Polizei früher bei mir. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Man kann sie zwar anrufen, aber sie kommt trotzdem nicht. Ah, das war echt doof von denen. So. Nee, das war echt dumm von denen. Ich verstehe nicht, wieso die sich nicht drum kümmern wollten. Wozu gibt's die? Wozu kann ich die anrufen? Und warum helfen sie mir nicht bei schweren Problemen, wo ich mich nicht selbst drum kümmern kann? Weil sie nicht auf mich hören würden. Weil sie krass besoffene Schweine waren, ey. Nein, weil Prime Geister beschworen hat und wir die Geister sind, die er rief. Ach so. Ach so. Ja, das ist lustig. Ich hab viel zu viel Stoß in der Tasche, ey. Kein Platz. Hier ist wieder so ein scheiß Kampfraum, oder was? Hubschrauber, ey. Was willst du tun? Och, Leute, jetzt verarscht mich doch mal woanders, ey. Warte mal eben. Alter. Diese Drecksmissviecher, ne? Ganz ehrlich. Alter. Ihr lasst mich jetzt mal in Ruhe, bitte, hier. Geh zu unserem Drache, ey. Was ist da los? Was bringt das hier? Gesundheit? Ich will nicht schon wieder abkratzen, ey. Ich will mal bis zu 15 endlich runterkommen. Meine Leute sind Bored Ducklings, lul. Im Bored Kingdom. Da gibt's auch das Nerdy Kingdom. Nee, wie heißt das bei... Nee, Nerdtasia heißt das bei Nerdtasia, genau. Und bei mir? Die Bored Ducklings. Das fände ich irgendwie ganz knuffig. Mein Gott, was ist das? Boah, Spiel leck. Leck des Todes, Alter. Was ist da los? So, was geht ab hier? Mein Gott, Ferry. So, bin ich jetzt durch? Nee. Ich muss Quarz mitnehmen. Ich kann mich ja mal mit der Community dazu unterhalten. Was würdet ihr sein wollen tun? Genau. Darüber diskutieren wir jetzt demnächst auf Facebook, genau. Ach, nee, ich glaube nicht, oder? Na, nee, das wird sich irgendwann ergeben, keine Ahnung. Das wäre mir gerade wurscht. Boah, der macht Schaden, ey. Was? Ja, da ist ja noch einer, ey. Was?
Ich habe Ramses letztens mal geschrieben, als ich so krass besoffen war. Was von wegen, yo, ich komm mal vorbei, Blasels, und ich weiß nicht mehr, was er geschrieben hat. Ich wollte gerade erzählen, was er geschrieben hat. Ich hab's einfach vergessen. Scheiße, warum sag ich das denn überhaupt? Blöd. Ach, das war ganz lustig. So, es wird langsam Zeit. Ich will hier raus. Och Mann, da ist ja noch eine Ebene drunter, ey. Was? Oh, da endlich Tür. Och nö. Ich bin noch gar nicht ausgepowert, ey. Energie lebensmäßig, ja, aber sonst. Ich verstehe auch nicht, warum hier gerade Musik läuft. Wann mal, was? Als ein Overlay hast, habe ich bei Natalia jetzt nicht gesehen. Kannst du aber mal beim Prime und mir alle Streams die Tage gucken. Ich weiß nicht genau, was du mit dem Overlay meinst. Wenn ich guck nicht an anprangernd. Was? Achso, ich tu mich, hä? Ich meine jetzt nicht anprangernd. Okay, cool. Machen Strawpoll und schick's Leuten. Sag, was er geschrieben hat. Noobs. Ich habe keine Ahnung, was er geschrieben hat. Ich glaube, er meinte yo oder so. Also das sei eine lustige Idee vielleicht. Aber ich bin mir nicht sicher, wie, ob er das jetzt so ernst meinte, weil ich war dabei auch besoffen und ob er das wusste, dass ich besoffen war. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ah, es ist mir zu gefährlich. Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Warte mal eben. Ich will noch das Ding hier mitnehmen. Danke schön. Ich gehe jetzt. Es ist mir gerade zu spät mit der Zeit. Es wird sonst zu spät nach Hause. Um nach Hause zu kommen. Shit. Ach, ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich es nicht schaffe. Guck mal WhatsApp dann. Da hinten läuft eine Motte an meiner Wand rum. Ich guck gleich mal WhatsApp. Oder Facebook. Nee, WhatsApp habe ich nicht. Ich habe nur ein Facebook. Aber das gucke ich jetzt nicht nebenbei. Da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Weil ich habe da jetzt nichts offen. Hab ihn schon im WhatsApp, lol. Ja, ich habe nicht so viel mit Ramses zu tun, ist das Ding. Es wäre nur mal lustig, irgendwie mal mit ihm rauszugehen und dick Burger essen. Keine Ahnung. Das war damals irgendwie schon mal So kam so als Idee irgendwie auf, von wegen, yo, der fette Vieh sagt, den finde ich irgendwie voll lustig, keine Ahnung, es wäre echt mal witzig, mit dem Burger essen zu gehen. Das war aber noch 2018 die Zeit rum, so. Da hat er es mal so gesagt, aus Gag oder aus Ernst gemeint, weiß ich nicht. Es wäre cool, wenn wir das irgendwie mal machen würden, einfach so mal uns irgendwo in so ein geiles Restaurant bei ihm da unten setzen und einfach nur so einen schicken Burger zu essen. Das wäre mal richtig fetzig eigentlich, ey. Oh, guck mal da, Lebenselixier hier. Ja, das glaube ich. Ich habe mir aber nie geaddet, weil ich dachte mir, nee, aus Respekt sollte ich es nicht tun. Wie wenn andere YouTuber aus Versehen ihre Nummer oder andere Nummern von Freunden liken. Wie letztens, ich weiß nicht genau, wann das war, aber letztens irgendwann hat Unge aus Versehen die Nummer von Revi geleakt. Und auf einmal hatte Revi 12 Millionen Anrufe. Das fand er natürlich nicht so geil. Und dann musste sich eine neue Nummer organisieren, so. Sowas zum Beispiel, also dass, wenn er jetzt zwei Handys oder sowas hat, extra für YouTube gedöns, aber es ist trotzdem nervig. Ja gut, er hat jetzt aber auch nicht so die Übermacht an Zuschauern, also so, nicht Zuschauer, sondern so abonnentenmäßig, so followerartig, wie heißt das, so millionenweise, so wie Revi oder Unge. Keine Ahnung, was für Revi wirklich hat, ich habe den nicht abonniert, glaube ich. Ich meine, bei mir würde das auch schnell untergehen, glaube ich. Hatte ich jetzt eigentlich noch Pastinaken zu tun? Nein. Nein, Pastinaken habe ich keine mehr zu tun. Nein. Süßkartoffeln kommen in die Herbstbox. Lol.
Eine davon kann ich wegbringen, ins Herbstgedönse. Cool. Warte mal eben. Warte mal eben, was? Ach so. Ja, der spielt ja wegen Pokémon Go, hat er ja seine Nummer da wahrscheinlich öfter drin, ne? Geh ich mal von aus. Boah, was mache ich denn? Erstmal nehme ich ein Geschenk mit. Für Abby. Scheiße, die ist ja heute gar nicht da. Ach, der Laden hat auch komplett zu. Hätte ich da mal dran gedacht, ey. Im Moment ist mein Gehirn echt tot. Habe ich so das Gefühl. So. Ich glaube, ich gucke heute mal wieder auf den Strand. Ach, die ganze Kacke zusammen wäre jetzt auch doof. Ah, schön. Einfach mal wieder hier zu sein, so. Ich bin überlegen, was ich denn für einen Rahmen hier rumbaue. Einfach nur so einen schwarzen Kasten? Nehme ich meinen alten Fernseher wieder? Oder nehme ich was komplett anderes? Ich kann ja doch hinterlaufen. Lol, das war mir nicht bewusst. Was steht denn hier hinter? Keine Ahnung. Diese Beeren kann ich einpflanzen? Nee. Einlegen. So. Nee, da kann ich Marmelade rausmachen. Oder ich kann sie essen. Ich reg mich darüber auf, dass sie keine Muscheln sind. Hm. Was ich immer, was mir gerade einfällt, wenn ich mit Leuten zusammenspiele, nenne ich den Stream immer sowieso, also ein Spieltitel mit Koloss und Konsorten. Weil ich dachte mir, wegen dem K und dem Koloss, also wegen dem Koloss, dieses K ist halt irgendwo wichtig. Mein Gott, habe ich überhaupt noch Konzentration in meiner Rübe, ey? Wegen Konsorten. Kollegen ist wieder anders irgendwo, aber Konsorten fand ich irgendwie geil. Warum auch immer. Ist ja was in derselben Art, so vom Sinn her. Aber Kollegen kam mir irgendwie damals nicht in den Sinn. Mit Koloss und Kollegen. Mit Koloss und Konsorten. Popelogen, was? Popelogen? Popelogen. Popelogen, genau. So eine neue Sekte oder sowas, ne? Ja, diese Propologen, ey. Eine Wülfkartoffel, yay. Yeah. Ist mir noch nicht begegnet, so weit, ey. Gut. Konsorten klingt besser. Richtig. Ja, darum fand ich das auch ganz gut. Es ist vom Sinn, dass was gemeint ist. Es sind halt, ja, die Leute, mit denen ich halt spiele. Meine Freunde, so in dem Sinne auch. Da läuft Abby! Abby, ich habe ein Geschenk für dich! Ich brauche dich! Bleib stehen! Okay, alles gut. Geh zu deinem Termingedöns. Oh, Möbel, cool. Oh, eine alte CD! Wow! Oh, was zu essen? Was ist es? Karpfenüberraschung, geil! Karpfen ist gar kein Karpfen, ist Surströmming. Das ist die Überraschung. Wow, liegt im Müll rum. Das müsste ein Name für meine Abonnenten sein, der auch irgendwas mit K ist. Es wäre so mit, würde ich auch sagen,
eines der besten Sachen so. Nee, das hat Qualität. So. So, was mache ich heute? Ach ja, ich habe noch Sachen zu gießen. Oh mein Gott, es ist 12 Uhr und ich habe noch kein Stück irgendwas gegossen, ey. Koloss kleine Kracher. What the fuck? Okay. Okay, das sollte ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Da penne ich erstmal nach drum. Koloss kleine Knacker. Ja, oh Gott, nee. Ja, nee, weiß ich nicht. Die kleinen Kracher finde ich schon ganz gut. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich finde gerade irgendwie ulkig. KKK. Ja, ich sollte sowieso nochmal dieses Colors kommentiert Kommentare machen. Was meinst du? Willst du nicht nochmal nutzen? Ach so, scheiße. Warum nicht? Das ist lustig, weil das KKK ist. Ja gut, die komische Organisation ist nicht lustig, nee. Aber die Abkürzung so für meinen Schluss zu verwenden ist lustig. Ach, Kacke, ich hab hier keine. Ku Klux Klan, ja, ich weiß. Der Klokux Klan, ja, richtig. So, alles gegossen. Ich find's cheated, dass ich mir nichts gekauft habe hier an Samen zum Säen von Sachen. Ärgerlich, das ärgert mich so. Koloss Klöten, was? Ach Quatsch, Gürtel. Ach so, scheiße. Ich hab Klöten. Ich wollte das Kröten lesen und dann hab ich doch noch was Falsches gelesen. Was ganz Falsches, oh Gott. Ja, ich muss mir das echt mal überlegen. Ich weiß nicht. Oh, schon ulkig. Boah, mein scheiß Maul tut mir so weh. Auch weil ich die Zähne gar nicht wirklich aufbeißen kann. Weil seitdem ich diese Metalldinger unten drin habe, ist das alles ein bisschen scheiße. Passt das oben nicht mehr, damit der Zahnarzt so, yo, wir müssen das dann oben korrigieren, okay. Dann soll ich erstmal darauf warten, dann habe ich das vergessen abzugeben, habe es verbummelt, jetzt weiß ich nicht, wo es ist. Weil das noch vor Corona war und dann während Corona konnte ich es nicht abgeben, weil die Krankenkasse dicht hatte, dann habe ich es vergessen, dann, ja, jetzt muss ich es nochmal neu machen wahrscheinlich. Auch weil das zu lange her ist alles. Er muss mir halt dann oben einen Abdruck machen von allem möglichen. Also alle Zähne will er mir oben abmachen. Zumindest wahrscheinlich alles bis hinten hin, weil das alles sowieso tot ist. Schneidezähne, die ganze Front hier vorne will er wegmachen. Und dieses Stück hier, ich glaube, er will mir komplett oben wegnehmen. Spasti, ach so. Nee, Koloss krampfige Kokosnüsse. Kokosnüsse, oh, das finde ich gut. Wie die Lottozahlen damals. Oh Gott, dieses Lottozahlen-Ding jetzt. Das ist so witzig. Spasti. Ach, schon wieder. Habe ich hier was Falsches gelesen? Ach, krampfige. Krampfige. Oh Gott, Mann. Ich bin zu doof zum Lesen, ey. Was bin ich denn? Wieso bin ich so? Wieso kann ich nicht lesen? Das konnte ich noch nie richtig. Ich habe immer meine Probleme mit dem Lesen gehabt. Warum hat sich da kein Doktor drum gekümmert? Oder kein Lehrer? Oder meine Mutter? Oder whatever. Wer... Wenn ich sage, du bist nichts, du kannst nichts. Jetzt weiß ich, warum ich nichts kann. Wahrscheinlich, weil ich krank bin. Hupsala. Ist ja noch schlimmer. Krapfen. Ich weiß. Koloss Krapfen-Kokosnüsse. Krapfige Kokosnüsse. Geil. Stell dir mal vor, so einen dicken Krapfen. Mit einer geilen Kokosnussfüllung. Mit Kokosflocken obendrauf. Krapfen ist doch ein Dingens hier. Ein Berliner. Oder ein Pfannkuchen, oder wie die da heißen. Karpfen. Wieso lese ich denn nicht richtig?
Connors kapfige Kokosnüsse. Ach so, jetzt habe ich es. Gott, ich sag doch, ich bin blind. Oder was? Ah, Mann. Aber trotzdem. Es gibt ja voll viele Sorten von Berlinern. Warum da nicht einfach mal gucken, wie man so eine Raffaello-artige Creme macht? Und dann einfach in so ein Ding reintut. Einfach mal so ein Berliner nehmen, den mit so einer Kokosnussfüllung machen. Kopfnüsse. Ach so, ich kann nicht überhaupt nichts lesen oder was? Da steht Kolos karpfige Kopfnüsse. Ach so, jetzt habe ich es gelesen. Gibt es doch sowas? Ich habe keine Ahnung. Es gibt so geile Bienenstich-Berliner-artigen Dinger bei Dingens in Bielefeld. Oh, das wäre auch mal cool, dahin zu fahren. Aber die Dinger sind scheiß begehrt. Die sind immer so schnell weg. Man muss da morgens früh Eröffnung stehen, um da was von zu kriegen, weil die so geil sind. Weil die so hart begehrt sind. Einer aus meinem Theaterprojekt. Grüße gehen raus an Hannes. Der guckt hier sowieso nicht zu, schade. Der hatte mal welche mitgebracht. Ist extra morgens dahin gefahren. Und hat da welche geholt. Voll nice, Ehre. Und da habe ich die erst mal gegessen. Und die sind so lecker. Ich habe extra Geld in der Hand gedrückt, weil er meinte, er holt die. Ich sag ihm, yo, hier, ich drück dir da und da Geld in der Hand. Besorgst mir 4 Stück davon oder so. Keine Ahnung, wie viel ich gegessen habe. 3 oder 4. Die sind so geil lecker. Da stelle ich mir doch mit Kokosnussfüllung. Wäre das doch easy going, ey. Dunkin' Donuts. Oh ja, das ist ja auch so ein Ding, wo ich hier wieder hin will. Ich fahre demnächst nach Köln. Einfach so für Dunkin' Donuts. Obwohl es bestimmt unterwegs einen anderen Dunkin' Donuts gibt. Scheiß drauf, ich fahre nach Köln. Irgendwo Dunkin' Donuts nochmal wieder. Weißt du, ich glaube, was war das? Ich habe doch dazu ein Review gemacht. War das ein Zehner? Für einen Zehner 12 Donuts? Ey, für einen Zehner 12 Donuts? Nach Wahl kannst du nichts sagen. Dunkin' Donuts. Schei, habe ich nie gegessen. Glaube ich nicht. Ja, das wäre doch mal wieder was für ein weiteres Video. Koloss testet Dunkin' Donuts 3 Jahre später. Ne, 2 Jahre später. Nochmal. So, ich habe immer noch Energie. Ich könnte noch Steine kloppen. Chai, was habe ich gesagt? Ist Tee, du Pisser. Ja, ich weiß. Ich habe auch Chai-Gedönse hier mal gehabt. Habe ich aber nie mehr. Ja, das ist immer unterschiedlich bei Dunkin' Donuts, habe ich gesehen. Also, da in Köln haben sie auch. Hoppla. Achso, okay. Da hatte ich gibt es mehrere Dunkin' Donuts relativ nah beieinander. Und die waren alle ein bisschen unterschiedlich. Also von dem, was sie da hatten noch. Außerdem war das nachmittags irgendwann. Ich weiß nicht mehr, welche Sorten ich hatte. Das kann man im Video nochmal sehen. Wenn ich weiß. Aber ich will es mir, glaube ich, nicht angucken. Obwohl. Ich sollte es mir vielleicht nochmal angucken. Du wolltest Chai essen. Ach so, Tee. Bei Dunkin' Donuts gibt es Tee. Ach so, ich dachte, es wäre jetzt ein Donut mit so einem Chai-Geschmack. Ja, moin. Ja, dann. Ja, verkackt. Ich wollte eigentlich zuschlagen. Kacke. Hab ich einmal einen Schlag verschwendet. Ein Holz weniger, als ich hätte. Weißt du, Chai essen. Du kennst doch diese... Ist das Krüger oder so, die Firma, die auch herstellt? Von so Chai-Tee-Gedönse. Ist doch so ein Pulver, was du ins Wasser schmeißt. Weißt du, dann nimmst du einfach mal nicht das Wasser, sondern schüttest dir so ein Tütchen einfach so in den Mund. Ist zwar furztrocken und schmeckt wahrscheinlich nicht so geil, aber YOLO, warum nicht? Das ist das nächste Video von mir. Kolos steckt sich Sachen in den Mund. Kolos steckt sich komische Sachen in den Mund. Frisst so Dinge, die man nicht froh fressen sollte. Brausetabletten. Chai. Ich finde, ich sollte irgendwas mit den Haaren machen, ey, ganz ehrlich. Ich finde das. Boah, ich sollte die mal umfärben oder so. Ich habe jetzt halt nur noch den Zopf hinten. Das ist ein bisschen stressig. Oder ein bisschen doof. Ich hätte sie gern offen, aber offen sind sie jetzt auch nicht so geil. So.
Ich würde gerne wissen, wo es Bubble Tea gibt. Ich habe das Ewigkeiten... Also ich hatte einmal Bubble Tea in meinem Leben. Und das war vor Ewigkeiten, bestimmt vor 10 Jahren, beim McDoof. Bei Mc's gab es mal Bubble Tea. Das ist bestimmt 10 Jahre her. Hatte ich einmal Bubble Tea. Ich weiß aber nicht genau, was das für einer war. Der war... Ich glaube irgendwas mit Kaffee. Du wolltest scheißen. Achso, das habe ich schon gelesen. Okay. Also da werde ich mich mal drum kümmern, mich mal ein bisschen informieren. Und da werde ich mal durch die Gegend eiern. Und ein bisschen schauen, was ich denn so kriegen kann und Sachen. Heute hängt hier nichts aus. Schade. Ich tue trotzdem einen weg. Ach Mist, einen muss ich ja ins Museum bringen. Nee, in das Ding da. Moment, es ist regnet, ne? Ich könnte in die Höhle gehen. Jetzt habe ich den einen Kohlkopf in meinem Inventar, das ist doof. Wenn er nur größere Sprüche klopft. Welche größeren Sprüche? Ich sollte mal den Chat einblenden. Fürs nächste Mal wahrscheinlich. Ich werde versuchen, das hier ein bisschen einzurichten. Ist das richtig? Nee. Das ist alles nichts Besonderes. Was, Chai? Ich möchte irgendwas Besonderes probieren. Also irgendwelche interessanten Sachen entdecken, die irgendwo ganz cool sein können. Oh, die komische Dingens hier. Zweiter Krieg gleich voll die... Was? Voll die Arbeit. Das davor kann ich lesen. Strim? Ich weiß, dass deine Tastatur Probleme hat, aber ich kann es nicht lesen. Mein Gehirn fängt da irgendwie nicht an zu arbeiten. Ich weiß schon, du sitzt da schon wieder vom PC und denkst dir so, warum kann der Junge nicht lesen? Warum kann er es nicht? Ich denke mir so, hä? Ach, Stream. Ich sage ja auch, Stream im Slang. Ach so, Stream, okay. Zwei Klicks, voll, gleich voll die Streamarbeit, ja. Bin am Handy, du Fetti. Okay. Ich komme mir immer so schizophren vor, so ein bisschen. Weißt du, immer lese ich hier so, immer erzähle ich hier so, ich rede mit mir selber. Und dann lese ich so Sachen vor, die sieht keiner. Die sehe nur ich. Und dann kann das auch nur sein, dass ich hier einfach nur sitze und mir denke, ich würde streamen. Vielleicht streame ich ja gar nicht. Vielleicht kommt das mir so, nur so vor, als würde ich streamen. Und das sind alles meine Hirngespinste. Im Kappa-Slang. Null. Okay. Verstehe ich nicht. Der Blumenkohl kann weg, ganz ehrlich. Wenn ich einen brauche, dann habe ich die anderen noch. Ich gehe jetzt zum Minihof. So wie der Traum mit dem Saufen. Ja. Ach, ich habe in letzter Zeit voll viele beknackte Scheißträume, ganz ehrlich. Vielleicht bist du echt Manuel Neuer. Ja. Vielleicht bin ich ja gar nicht Koloss, sondern Manuel Neuer. Eines Tages kriege ich ihn dazu und dann sitzt er hier einfach so. Zu einer Zeit, wo ich eigentlich streamen sollte. Genau. Vielleicht bin ich ja gar nicht Koloss, sondern Manuel Neuer. Ob er davon auch genervt ist? Ich meine, er hat die Werbung damals mitgemacht, ne? Und die hätten das ja denken können, was damit wird, so. Ob er das irgendwie als nervig oder komisch empfindet, dass das halt immer dieses, ach, vielleicht bin ich ja gar nicht sowieso so ein Manuel Neuer, Gedönse, dass es immer wieder aufkommt. Irgendwelchem Scheiß. Von wegen, vielleicht bin ich ja gar nicht das und das, sondern Manuel Neuer. Ich finde, ich weiß nicht. Ich finde es ulkig. So, schaffe ich heute meine 15? So. Ein bisschen umschauen. Ey, du! Was sind das eigentlich so viele Gegner zurzeit hier, ey? Ganz ehrlich. Ich werde gefressen von allen sein, ey. Leckt mich mal hart am Arsch hier. Mistkröten, ey, ganz ehrlich.
Ich gehe einfach. Ich gehe. Da könnte ich rausgehen, aber ich habe das Gefühl, hier ist noch ein Wagen. Oh wow, da ist nicht mal was drin. Okay. Jetzt wieder so ein behinderter Billo-Kampfraum, ey, was? Stuss. So, ich bin am Überlegen, ob ich mir nachher echt noch was zu essen mache oder ob ich sein lasse. Weil mein Magen zurzeit auch nicht so großartig auf irgendwie. Also, im Moment ist nicht so toll mit Essen. Ich kann mir nachher vielleicht noch ein paar Kekse reinschrauben oder sowas, keine Ahnung. Ach, stimmt, ich wollte gleich noch eine Stunde aufnehmen, ne? Ja, moin, das muss ich auch gleich noch tun. Aber dann muss ich echt um 18 Uhr ausmachen. Wenn ich da noch eine Stunde ranhänge mit der Aufnahme von dem Spiel. Vielleicht spiele ich das Spiel auch durch. Mal gucken. Das ist ja hinterher mir überlassen, denke ich. Ja. Ich meine, da habe ich noch nicht mit Malte und so drüber gesprochen. Oh nein! Oh nein! Also, ob das jetzt, weil er hat mir halt, er hat das Spiel gesponsert, was wir dann halt zu viert spielen. Also jeder von uns, also es ist so, wir testen irgendwelche Spiele, die er so als Keys hat und gucken dann, ob es hinterher Trash oder ob das geil ist. Und jeder spielt es eine Stunde oder so und dann schicken wir ihm die Aufnahme zu. Easy. Boah, machen die mich fertig, ey, was? Ich kann mich hier kein Stück bewegen, ey, was ist da los? Immer der gleiche hier auf der Switch war das alles viel einfacher. Jetzt verrecke, geh mir aus den Augen. So. Oh, was ist da schon wieder los? Ich hab's gehört. Nein, da ist es. Komm schon, hab Erbarmen mit mir. Theoretisch würde ich gerne noch mit jemandem telefonieren, aber diese Person ist nicht da. Schade. Schade. Okay, komm, der scheiß Schleim da, der regt mich auf, da habe ich keinen Bock drauf. So, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas Interessantes sehe. Man sieht vielleicht heute, habe ich die anderen Kopfhörer wieder auf. Ich habe sie wieder weggenommen. Von da hinten. Vom Fernseher. Ich dachte jetzt irgendwie, ich würde die da einfach stehen lassen. Und dann sind mir vorgestern meine Kopfhörer kaputt gegangen. Die anderen. Die blauen sind einfach runtergefallen. Der Kontakt hat sich von der kleinen Box gelöst. Jetzt bräuchte ich nun Lötkolben, dann könnte ich es reparieren. Oder eine Idee, wie ich einen Impro-Lötkolben bauen könnte. Mit einfachen Materialien, nur finde ich auch nichts. Ganz gute Steine hier verloren gehen, ey. Aber ich muss den ganzen Kack hier mitnehmen. Ich weiß auch nicht, wozu ich den Schleim hier brauche. Komm, ich schmeiß den scheiß Schleim raus, ey. Irgendwann beiß ich mir in den Arsch, dass ich ihn nicht mehr habe. Egal. Ja, meine Kopfhörer sind halt kaputt. Heute hätte ich mir neue kaufen können. Einfache. Ich dachte mir so, ach ja, maximal ein 10er. Ein paar einfache kleine Kopfhörer, so für unterwegs auch und so. Dann stand ich da vorm Laden. Weil hier bei uns hier in Detmold gibt es einen Teddy. Der ist. Okay, da gibt es so Kopfhörer, die okay sind, so. Jetzt nicht High-End oder so, die ich da hatte, die waren schon ganz gut. Nur wollte ich da reingehen, dachte mir so, hä, was ist denn hier los? Ist da jetzt mal eine Schlange von drei Leuten vor? Denke mir auch so, yo, ich glaube nicht, dass ich da rein will. Ich habe keinen Bock, so lange da draußen rumzustehen, besonders in der prallen Sonne. Mit Mundschutz.
Also das mit der Sonne, das war mir zu krass alles. Da habe ich mich umgedreht und bin dann einfach anders hingegangen. Meine Fresse, können die mir mal nicht auf den Sack gehen, die Dinger, ganz ehrlich. Ich habe bald keine Energie mehr und diese Scheiße geht hier einfach nicht auf. Ich will doch nur in die Stufe 15, ey. Herrgott. Bitte hab Erbarmen mit mir. Ich bin doch nur ein kleines Menschlein. Kleines dummes Menschlein. So. Morgen ist Samstag. Aha, da ist mein Licht. Gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. Tschüss. So. Ich hoffe, ich habe das hier mal langsam irgendwie ausgerichtet bekommen, dass der Sound und das Mikrofon okay ist. Aber bisher hat sich ja noch keiner beschwert, also gehe ich mal stark davon aus, dass das im Moment ganz gut kalibriert ist. Ein Huhn, das hatte ich schon mal, oder? Könnt ihr verkaufen? Bringt mir Gold. 15 Öcken. Sound ist gut. Ah, alles klar. Cool. Ich habe jetzt vorhin noch mal einen Filter reingehauen in das Mikrofon, dass das Rauschen anscheinend irgendwie unterdrückt wird ein bisschen. Ob das jetzt so gut klappt, weiß ich nicht, aber ich nehme es so an, wie es ist. Also das ist halt in OBS selbst so ein Filter. Selber auf das Mikrofon kann ich keine Filter packen. Moment, was kann ich mal sehen? Okay, nee, ist richtig gut. Bei mir nörgelt auch nie einer. Oh, das ist gut. Ja, ich musste halt OBS und sowas neu einrichten, weil ich habe da halt alles gelöscht. Weil, Baum. Keine Ahnung. Ich sehe aus wie eine alte Pflaume, ne? In der Facecam oben. Ganz ehrlich. Man kann Plugins für Mikro reinballern. Muss da auch mal gucken. Ja, irgendwie so. Ich kenne mich kaum aus damit, so. So, ich hab noch einen Hauch von Energie. 50 Energie, es ist noch was. Es ist noch einiges hier. Komm, ich schmeiß diesen Baum um. So. Diese Wiese brauche ich noch nicht wegmachen. Obwohl, ich könnte mich außerhalb, Quatsch, ohne diese Wiesen besser bewegen. Schlagkabine. So. Und OBS einrichten ist nicht schwer. Ich weiß, mittlerweile habe ich da meine Sachen rausgefunden. Glaube ich. Ich würde halt gerne mal wieder Minecraft machen, dann würde ich mich, dann wird es vielleicht auch ein bisschen, also, ja, dann hätte ich mal wieder mehr zu streamen und mehr Bock dran. Aber ich glaube, Minecraft mache ich, wenn ich es hinkriegen sollte, mit dem Affiliate, mache ich das nächste Mal wieder Minecraft-Dingens. Weil dann durch das Minecraft-Ding, da gucken nicht so krass viele Leute zu. Und dann wird die Rate wieder nicht so geil sein. Aber ich hätte gern halt das Affiliate vorher. So, wie sieht's aus morgen? Hund, geh mir aus dem Weg. Ich will Fernsehen gucken. Morgen ist den ganzen Tag klar und sonnig. Alles klar. Guck mal, ich habe jetzt schon bis Tag 18 geschafft. Ich bin ein dicker Mann. Super. Super. Müssen wir nur schrecken. Was ein Affiliate ist, ich hab das noch nie gegoogelt. Was das heißt.
Okay, Google. Nee, okay, Alexa. Was heißt Affiliate auf Deutsch? Das ich verstehe nicht. Versuche es beispielsweise mit, wie sagt man Hallo auf Spanisch? Okay. Nee. Das ich verstehe nicht. Hat sie so gesagt. Dann das sie verstehen tun nicht. Was ist das hier? Ich sehe da nur so ein Mannequin. Ich kann das Emote nicht sehen. Das ist so ein Mannequin männlich. Ist das so ein Facepalm? Ich kann das nicht sehen. Das meine ich Twitch Affiliate, du Spasti. Facepalm? Ist das ein Facepalm? Was ist das? Ich kann das nicht sehen. Das ist so klein, das Emote. Warte mal eben. Das ist für Minish gemacht, wa? In dem anderen Chat kann ich es auch nicht sehen. Warte mal, ich gehe mal hier auf Größe 300%. 500%. Was ist das denn? Holly. Ach so, nee, den will ich nicht sehen. Shit. Ich habe mein ganzes Ding hier kaputt gespielt. Ich kann nichts sehen. Ich bin blöd. Ich bin blind. Oder beides. Wo ist jetzt OBS? Hallo, was ist denn da los? Ich kann es nicht erkennen. Entschuldigung. Ich habe Bohnen. Und die Bohnen mir den Boden. Genau. So. Das war meine Ernte. Ist eine Post. Ich brauche einen frischen Blumenkohl. Ja, wie lange brauchst du dafür? Bringe ich dir gerne vorbei. Die Tage kommt es. Sobald mein Blumenkohl fertig ist. So, endlich Money. Vor allem, ich habe jetzt... nee. Ich sollte erstmal mit dem Geld abwarten, bevor ich mir die Tasche kaufe. Eigentlich möchte ich die Tasche haben. Ich glaube, ich sollte erstmal noch ein paar Samen kaufen. Wir haben jetzt noch eine Woche. Was kann ich in der kurzen Zeit hier... Also, Pi mal Daumen eine Woche, ne? Also, ich hätte gern schon, dass ich Freitag mit dem Kram durch bin. Das heißt, ich habe jetzt noch 7 Tage. Sagen wir 6 Tage. Dann hätte ich gerne mein ganzes Feld hier leer. Und würde meine Gießkanne gerne zu dem Schmied bringen. Erst die Gießkanne, dann die Hacke. Und dann die anderen beiden Sachen hier. Ich habe die Bohnen noch gar nicht gegossen. Das ist auch so ein Ding, da habe ich mir auch... Ich habe mir Gedanken gemacht zu allem möglichen Kram hier im Spiel schon. Also ich weiß, wie die Felder in Zukunft aussehen werden. Allerdings brauche ich dazu Zeit und Material. Also Zeit. Alles braucht Zeit. Ah, es sieht aus wie Lehm. Naturgut. Oh Gott. Ja. Doofe Sachen in meinem Kopf. Es gibt dieses Meme von diesem Wissenschaftler oder so, der so ein Reagenzglas in der Hand hält. Von wegen endlich oder finally irgendwas Beknacktes Neues entdeckt, keine Ahnung. Habe ich gestern eins gelesen von wegen. Der Typ dieser Wissenschaftler war Beethoven. Und das Ding hieß endlich gegen Elise. Nicht für Elise, weil es gibt ja einen für Elise und dann endlich gegen Elise. Blöd. Ich glaube, das Original heißt irgendwas von wegen Finally Watermelonium oder sowas. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall echt was Beknacktes. Was kostet das denn? 1000 oder 2000? Das wüsste ich gerne. Ich gehe jetzt erstmal zum Schmied. Belästige den und dann... Ja. Hallo Bürgermeister. Hey. Das ist meine Sache. Es hat mit dir nichts, hast du nichts mit zu tun. So. Du Bürgermeister, du.
So, ich merke langsam, dass ich auftaue wieder. So ein bisschen mit dem Schnacken und sowas, ey. Tut mir ganz gut irgendwo. Schön. So. Aha, Kupfererz. Warum hast du ein Kupfererz in deinem Ding da? Nee, Kupfererz? Nee. Boah, teuer. 2000 Öcken kostet das. Gut, ich brauche jetzt erstmal ein paar Samen. Ein paar Samen für Sachen, die ich bauen kann, du. So, aus dem Weg. Die hatte ich schon. Wilder Meerrettich. Okay. Oh, jetzt kommt das, was ich gerade dachte. Wann kommt das endlich? Willkommen bei Piers. Wie kann ich dir helfen? Dann kommt dieser schleimige Schlotzarsch da rein. Kommt her, Leute! Gutscheine für 50% Rabatt im Joja-Markt. Natürlich. 50%? Nun, irgendjemand interessiert? Er ist so ein Hund! Er geht einfach in den anderen Laden und snackt die Leute daraus. So ein 31er. Nee. Ist das richtig? Nein, ich glaube nicht. Aber. Ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verluste machen. Du Hund, geh weg. Ich trete dir zwischen die Beine. Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber du kannst es ihnen nicht verübeln. Der Yoga-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Sein komisches Grinsen dabei, so scheiße, ey. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Ja, einen dicken Mittelfinger an dich, danke bitte. Ich gehe doch nicht nach Joja einkaufen. Die Preise sind da zum Kotzen. Ganz ehrlich. Machst du da diese Schlürfgeräusche? Oh, ich habe gerade erst realisiert, dass es Freitag ist. Ja, wow. Manchmal verliere ich komplett das Zeitgefühl. Okay. Ich auch. So, ich will das kaufen. So, was kann ich denn kaufen, was innerhalb von... Oh, Kartoffeln. Ja. Sind das noch 3 Reihen? Also, du kannst euch denken, 1, 2, 3, 4, 5 Reihen dürften das sein. Weil auf der anderen Seite sind noch 3 andere Sachen. Okay. 5 mal 9 sind. Ach ja, da waren wir vorhin schon. 9, 18, 27, 36, 45. So habe ich in der Schule gelernt. Damals, das war noch Zeiten. Vor 20 Jahren. Schlürf, 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 schlürf. So. So. Da, sind das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Nein, das sind noch die da unten. Dann sind das 9 zu wenig. Okay, dann habe ich 9 übrig für nächstes Jahr. Hm, okay. Okay. So. Kartoffeln pflanzen und dann sind wir hier auch langsam mal durch, denke ich. Ich glaube, das ist heute der 19. wird jetzt der letzte Tag sein, den ich heute spiele, denke ich. Und dann gucken wir nächstes Mal weiter. Ich muss ja nicht unbedingt zwanghaft irgendwie bis 18 Uhr machen, sondern ich gucke einfach, wie der Tag so geht. Dann kann ich mir gleich noch ein bisschen Zeit nehmen, kurz mal meine Füße hochzulegen. Kurz mal ein paar E-Mails zu checken und sowas.
Und dann, ja. Ja. Für nächstes Jahr. Ja, ja. Der Januar ist bald vorbei. Oh, da kommt ja noch was. Oh, das sehen wir dann nächstes Mal. Oh. Mal gucken, ob das was wird bis dahin. Fünf. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nummer eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Das Ding mit meinen komischen Schmerzen, kiefermäßig sowas. Dass es im Oberkiefer von dieser wahrscheinlichen Entzündung her wehtut. Das zieht mir ja quer durch das Gesicht. Auch in den Unterkiefer rein. Oder denke ich immer, das seien Zahnschmerzen. Obwohl unten im Kiefer, da wo es wehtut, an den Backenzähnen, da habe ich gar keine lebenden Zähne mehr. Ich glaube, alle Backenzähne hier hinten sind tot. Nee, fast alle. Da sind welche überkront. Nee. Als Brücken dienen die. Die leben noch, aber die sind unter den Brückendingen irgendwo geschützt, keine Ahnung. Oh, da fällt mir was ein. Moment. Ach, falsch. So war das. So. Ja, ich verstehe nicht genau, wo der ganze Kack herkommt, ey, ganz ehrlich. Ich muss mich drum kümmern. Bessere Zahnpflege wäre gut gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich gebe halt das, was ich kann halt, ne? Das Ding ist, man kann sich Zähne putzen, wie man lustig will im Leben. Irgendwann wird es trotzdem zu Sachen kommen. Es hilft nicht 100%. Aber wenn man es öfter macht, dann kriegt man es nicht so oft und nicht so kritisch wie ich. Aber ich glaube, ich sehe das so ein bisschen wie mein Leben. So. Entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Ja. Im Endeffekt ist auch Wurst. Weiß nicht, so ein bisschen demotiviert und sowas. Ist nicht richtig. Ich weiß. Ich weiß auch, dass es mir besser geht, wenn ich es wirklich tue, aber. Nö. Wenn ich es richtig putze, ist klar, ja, richtig. Nee, generell kann das passieren. Dass man irgendwelche Zahnsachen kriegen kann. So, ich habe jetzt keine Energie mehr. Na, ein bisschen noch. Ich würde meinen Scheiß erstmal wegtun. So, es gibt noch Sachen, die ich gerne kaufen würde, aber ich brauche erstmal ein bisschen Geld. So. Ich brauche mindestens 2000 irgendwie für die Verbesserung der Gießkanne. Und dann. Ja, muss ich halt gucken, wie es weitergeht. Aha. Ich kann hier ein bisschen Stein und Holz kloppen. Ja, ich glaube Stein. Ach, diese Büsche regen mich so auf, ne? Ich will hier aber nicht alles an Gras wegmachen. Denn das brauche ich noch für das Silo später. Da brauche ich aber erstmal Steine und so. Stein und Holz. Habe ich keinen Bock, richtig das zu kaufen oder so. Ich will gucken, ob ich Richtung Herbst schon mal das Silo bauen kann. Dass ich vielleicht Richtung Frühling wieder ja, Hühnerstall und sowas bauen kann. Mann, was juckt denn das so? Okay, zwei Schläge noch. Zack. Und zack. Jawollo.
Joi, das war dann wohl der letzte Tag für heute. So, wenn man nicht richtig putzt, ist klar. Ja, okay. Ich lese die Kommentare mal doppelt, weil ich blöd bin. So, und für nächstes Mal werde ich dann gucken, ob ich den Chat irgendwo hier einblenden kann, dass der dann kurzzeitig zu sehen ist. Am besten so auf dieser Seite hier unter meinem Bild, weil hier geht es um mein Bild lang, sehe ich. Und dann hier drunter könnte ich ja das Chat-Ding einfügen, weil da ist es auch nicht wirklich im Weg, wenn das von unten nach oben hochfährt. Nicht unbedingt komplett auf der ganzen Seite, aber ich guck mal, wie es aussieht. Mache ich einfach mal einen Screenshot. Wie wäre es denn?